So, jetzt müsste es laufen. Mach mal ein kleines Video über Recht und Unrecht, über richtig und unrichtig, über dieses Riesengestreite, wo du irgendwann einmal drüber lächeln solltest, wenn du verstanden hast, um was es eigentlich geht. Wieder wie immer, von vorne weg, ich erkläre es nur dem Geist, der sich jetzt dieses Video ausdenkt, letztendlich sich das jetzt anschaut in seinem Kopf. Man muss erst einmal sich klar machen, was 100% sicher bedeutet. Und ich behaupte jetzt, und da spreche ich jetzt ganz gezielt Geist an, dass du sehr, sehr weit davon entfernt bist, zu wissen, was 100% sicher bedeutet. Man kann das ganz leicht mit wenigen Worten definieren. 100%ig sicher ist das, was du hier und jetzt sofort auf der Stelle 100%ig sicher überprüfen kannst. Es muss kein Zweifel da sein, wenn du es jetzt überprüfen kannst. Alles, was du vom Hörensagen kennst, ist nicht 100%ig sicher. Es ist 100%ig sicher dann irgendeine Vorstellung, die du in dir aufbaust. Interessant dabei ist schon das Wort Vorstellung. Du denkst dir etwas aus, du stellst etwas vor dich hin, aber egal, wo du dir was hindenkst, es ist trotzdem hier und jetzt deine Information. Und du wirst jetzt feststellen, dass diese einfachen Worte, wenn du als Brösel unter Brösel, wie ich das immer bezeichne, als Affe unter Affen, auf dieser Ebene dich mit anderen Affen unterhältst, als Affe, du denkst jetzt beide aus, du denkst dich aus und du denkst dir einen Gegenüber aus, dass du mit Entsetzen feststellen wirst, dass die Masse überhaupt auf diese Worte nicht reagiert oder sich aufricht oder das nicht wahrhaben will. Und das ist ein klares Zeichen von vollkommener Geistlosigkeit. Und ich sage immer Geist, man muss wissen, was Geist ist. Aber das ist lang und breit erklärt und wir halten uns jetzt einmal an Fakten. Darum ist ganz wichtig, wenn du Holofilien jetzt das erste Mal hörst oder noch nicht intensiv dich damit in dir auseinandergesetzt hast, man achte auf meine Worte, in dir selbst auseinandergesetzt hast. Du schaffst in dir Unterschiede und diese Unterschiede nenne ich Gedankenwellen. Du kannst nämlich nur Unterschiede wahrnehmen. Dann klingt es im ersten Moment sehr komisch, obwohl das ganz einfache Worte sind. Das heißt, würdest du jetzt zuhören, ohne ständig dein bestehendes Wissen dazwischenreden zu lassen, zwischen dem, was ich dir erkläre und dem, was du glaubst zu wissen, was für dich richtig ist? Ist ja ganz klar, du weißt ganz genau, was richtig ist und was verkehrt ist. Und ich behaupte, dass du keine Ahnung hast, was richtig und verkehrt bedeutet. Es sind einfach nur zwei Seiten einer Medaille. Das ist wie wenn du streitest, hat jetzt eine Münze eine Kopfseite oder eine Zahlseite? Und dann sag ich, ja gut, beides. Ist eine Welle ein Berg oder ein Tal? Ist eine dumme Frage. Da gehe ich immer wieder drauf ein. Ich behaupte, du hast es nicht verstanden. Das, was ich widerspricht, gehört untrennbar zusammen. Wie der Wellenberg und das Wellental, wie hell und dunkel, wie Gesundheit und Krankheit. Und ergeben im zusammengesetzten Zustand was vollkommen Neues. So, und jetzt komme ich auf den Punkt der Frage. Aktuell die große Endzeitprüfung. Bist du ein Impfbefürworter oder ein Impfgegner? Impfgegner. Bei Holofeeling stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Es sind zwei Seiten einer Medaille. Es sind die zwei Seiten, wo ihr nichts davon wisst, ist die Schmalseite. Das heißt, es geht niemals bei Holofeeling um was richtig oder verkehrt ist, sondern ich sage immer, was ist die Tasse? Ich könnte jetzt sagen, was ist die Münze? Und solange du hin und her gerissen bist, reißt du dich selbst in Stücke. Es geht bei Holofeeling um das, was hundertprozentig sicher ist. Und das ist das, was jetzt da ist. Das heißt, die große Erkenntnis, dass du Geist, es letztendlich nur mit ständig wechselnden Informationen zu tun hast. Und wenn ich immer wieder darauf hinweise, du kannst erst dann etwas wahrnehmen, wenn es sich als Informationen in dir, ich sage mal in deinem roten Kopf, beröschelt. Inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Und zwar genauso, wie du dir das denkst, dass es ist. Aber sobald du dir was denkst, begehst du unbewusst den Fehler, dass du den Fehler, dann fehlt was in dir, weil du dir die Sachen, die du dir jetzt denkst, um dich herum rein gedanklich in Raum und Zeit verstreust. Du denkst dir was in die Vergangenheit, du denkst dir was in die Zukunft, du denkst dir Menschen aus. So, jetzt die große Frage, wo waren bis jetzt, während du zugehört hast, die Menschen?
die haben hundertprozentig sicher nicht existiert. Und die Lösung ist so unendlich einfach. Es ist die Sache mit dem träumenden Geist. Du müsstest nur akzeptieren, dass du jetzt träumst. Und zwar einen sinnlich wahrgenommenen, hyperrealistisch, real wahrgenommenen Traum. Das heißt, deine sinnlich wahrgenommenen Informationen sind genauso Informationen, wie wenn du jetzt nur was denkst. Und du kannst unterscheiden, ob du jetzt im Moment eine sinnlich wahrgenommene Information hast oder ob es nur ein Gedanke ist. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob du jetzt um dich herum ein Zimmer denkst und du denkst jetzt an die Tür, schau zur Zimmertür und schau die Türklinke an. Es ist auf Hunderten von Selbstgesprächen drauf. Wo war die jetzt die ganze Zeit? Es ist interessant. Du kannst jetzt an die Tür denken und du kannst die auf die VR-Brille holen. Das heißt, du hast jetzt ein Pixelmännchen vor dir und du kannst dir jetzt denken, wenn dieses Pixelmännchen den Kopf dreht, aber dann ist schon wieder die nächste große Problematik, weil das Pixelmännchen eigentlich sich gar nicht, um was dreht sich das eigentlich? Die Achse auf einer Fläche. Inwieweit kann sich auf einer Fläche was um die Achse drehen? Das ist das große Problem. In einem absoluten Nullpunkt gibt es keine Bewegung, weil um sich zum Beispiel, um sich selbst herumzudrehen, muss ich diesen Punkt mir mit einem Radius denken. Ohne einen Radius, wie sieht es aus, wenn ich keinen Radius habe? Die tiefe Physik in deinen Physikbüchern, in den Chemiebüchern, in den Geometriebüchern beschreibt dir die hundertprozentige Wirklichkeit, wie du Welt in dir erschaffst. Und ich kann immer nur sagen, aber das hat nichts mit dem Geschwätz zu tun deiner Wissenschaftler, dass du geistlos nachäffst, egal was du studiert hast. Ich betone das immer wieder, ich kann immer nur auf einer normalen Ebene mit deiner Logik mit dir sprechen. Und die große Frage, welche Logik benutzt du zum Denken? Ich gehe jetzt auf einen ganz einfachen Satz ein, den findest du in unheimlich vielen Selbstgesprächen. Wenn du mir als Beweis irgendeine Buchseite bringst, irgendein Video bringst, aus dem Internet, dann zeige ich dir 1000 Buchseiten, Internetseiten und Videos, wo zum selben Thema, wo du deine Video, deine Seite mir zeigst, wo was drinsteht, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Und das große Leid, das du in dir erschaffen wirst, und ich sage, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, ohne Wenn und Aber, weil du ein ewiger Geist bist, wenn du das jetzt nicht langsam anfängst zu verstehen und dieses neue Wissen für dich selbst zu nutzen, besteht darin, dass du immer bloß eine Seite gelten lassen willst. Das ist das Problem. Weißt du, da kannst du, das ist der Punkt. Du willst nur eine einzige Seite gelten lassen. Und dir muss klar sein, wenn du träumst, ich erwähne das so oft, ohne jetzt darauf einzugehen, was heißt es zu träumen, dann bist du nicht irgendeiner, der da liegt. Du musst dich komplett lösen, dich mit dem Körper zu verwechseln, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Es ist eine Information wie jede andere Information auch. Absolut wertfrei schauen, was jetzt da ist. Und zwar gehört zu deiner Information auch deine Meinung, deine Wertung. Du musst dich über die Meinungen und über die Wertungen deines Egos erheben und schauen, wie dieses Ding, blau gelesen, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast, wie das wertet, einseitig ist, wie es Angst hat. Und du kannst dir das anschauen, ohne dabei selber Angst zu haben. Das ist das Erwachen. Das ist kein ESO-Geschwätz. Und wir hören uns jetzt und schauen uns einige Sachen an und dann gehen wir in das letzte Selbstgespräch rein und dann, wie wichtig es ist mit den Worten. Darum sage ich immer, du kannst jetzt mir nur geistig einigermaßen folgen, wenn du Deutsch verstehst. In deiner normalen Logik spreche ich jetzt Deutsch zu dir. Aber selbst hier, durch diese unterschiedlichen Auslegungen von Worten, treten nur ständige Missverständnisse auf. So, und jetzt tausche ich einmal die Personen aus. Wir wollen uns jetzt einmal genau über die Affen unterhalten. Und zwar die Affen von dem Selbstgespräch, einen der vorhergehenden Selbstgespräche. Es ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass hier so eine trügerische Art zu denken sich festgenistet hat in diesen Affenköpfen, dass man immer meint, man gehört zu den Guten, weil das, was man selber denkt, einem ja vollkommen logisch erscheint. Und das erzeugt dann die Boshaftigkeit dieser Antagonisten in deinem Traum, weil jeder felsenfest davon überzeugt ist, dass er zu den Richtigen gehört.
Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Dazu übertrage ich den Bildschirm von mir. Und dann springen wir hier zuerst einmal rein in dieses Update. Das muss ich ausschalten. Das war also dieses Update Holofeeling, die absolute Selbstvergebung. Du musst irgendwann einmal anfangen, dir selbst zu vergeben. Und was hier wichtig ist, das ist jetzt nicht das Selbstgespräch, sondern was ich hier unten dran gesetzt habe, das ist das Lied auf dem Kopf von Buhr. Was hier sehr interessant ist, wir schauen uns erst einmal diesen Text an und wir denken uns jetzt den Sänger aus von dieser Gruppe. Buhr heißt ja Los, losgemacht. Und ich erkläre das noch etwas genauer. Ich habe Affen im Kopf. Jetzt müssen wir jetzt erst einmal wissen, dieser Kopf, da haben wir schon Kopf, Kopf. PF ist ja derselbe Buchstabe, da steht eigentlich auch Kopf. Wir schauen uns zuerst einmal dieses Kopf an. Das hebräische Kopf, das ist auch der Buchstabe, der 19. Buchstabe, 19 in diesem hebräischen Alphabet. Das kann ich auch rot lesen, dann heißt es, der Mensch, das Gotteskind, ist ein verbundene, vereinigte Weisheit. Wir haben nämlich hier den UP. Und man muss das dann mal wissen, wenn wir auf die 100er-Ebene gehen. Ich zeige das einmal ganz, ganz kurz, dass du das vorstellen kannst. Das heißt jetzt, die 100er-Ebene wäre jetzt praktisch schlichtweg, Entschuldigung, die 1er-Ebene, das wäre 1, 10, 100. Wenn ich jetzt das ganz normal den 10er und den 100er eingebe und ich gebe das jetzt ein, da habe ich jetzt das so geschrieben, dass ich sage, der Schöpfer und eine intellektuelle Affinität. Mhm. Wichtig ist, wenn du das rot schreibst, die 1 ist der Schöpfer. Die 10 ist das Gotteskind und die 100 ist der Mensch, also Gott, Entschuldigung, der kleine Gott und das wäre jetzt der vollendete Mensch, der Adam. Ja, das heißt, ja. Der Schöpfer macht sich zuerst einmal, ist Gott und er macht sich zu einem Gotteskind, zu einem Geist. Das ist der Geist, von dem du dir kein Bild machen sollst. Interessant ist hier schon, dass du 111 hast. Siehst du, 111, das ist der sogenannte kleine Wert, 1, 10 und 100. Mhm. Und das sind 4 Öffnungen. Und das sind die ersten 3, 1, 2, 3. Ja. Das sind übrigens die 3 Superprimzahlen, wenn man in die Holoarithmetik geht. Ja. Das musst du jetzt nicht verstehen. Redo versteht es, das Redo-Programm. Wenn wir es blau machen, ist es die Schöpfung, der Intellekt und der erzeugt die Affinität. Mhm. Das Prinzip funktioniert immer über alle Zahlen. Wenn wir die 4er-Ebene machen, die habe ich sehr, sehr oft aufgezählt, wenn wir jetzt die 4440 machen, dann hast du praktisch wieder geschlossen, das Meer, das immer da Seiende, an der geistigen Oberfläche geöffnet, eine Gestaltwertung, die in Erscheinung tritt. Ja. Schau, was hier passiert. 444, 444 und der Art Bosch gespiegelt ist jetzt die 111. Pyramidenwert, ich will das jetzt nicht erklären, da ist ein Riesenkomplex dahinter. Das heißt, die Öffnung der 92, die Öffnung vom Testudo. Ja. 92 ist der Testudo, das ist Jobit Zivaut. So, wenn wir das Prinzip verstanden haben, schauen wir uns den Kopf etwas genauer an. Dabei geht es jetzt erst einmal los. Das ist der 19. Buchstabe und jetzt erkläre ich hier, das ist praktisch hier der Affe UB, darum ist der äußere Wert 186. 100 ist der Affe, die Kurzform von Affe und 86 ist ja unser UB, aber der ist jetzt blau, weil es der äußere Wert ist. Das ist auch aufgespannt, das Wissen, das ist jetzt der Brösel, den du dir ausdenkst, das bin ich. Wenn man hier mal sich die Zeit lässt, nicht nur kurz, du hast unendlich viel Zeit, es zu verstehen und du wirst dir die Zeit nehmen müssen, nochmal auch das hier zu lesen. Das heißt, der Aufdruck Affin oder Affinität, da haben wir die Schöpfung von zwei Facetten, FF, Wellenberg und Wellendahl, wird in der philosophischen und wissenschaftlichen Fachliteratur im Detail, im unterschiedlichen Sinne verwendet. Zum Beispiel um eine Nähe, Annäherung und Verknüpfbarkeit zweier Objekte, Eigenschaften, Begriffe und Vorstellungen zu bezeichnen. Man spricht auch von einer affinen Spiegelung. Der Affe vor dem Spiegel und der hinterm Spiegel, das sind die zwei Facetten von dem einen Spiegel in der Mitte und dieser Arai auf Hebräisch geschrieben ist der Kopf des Schöpfergottes. Man unterscheidet ZW Ischen, da kommen wir gleich noch dazu, das heißt der Befehl zu schlafen und etwas vor sich hin zu träumen, Empiri Affinität, diese empirisch, diese wahrgenommene Affinität, empirische Wahrnehmung ist in der Regel deine sinnliche Wahrnehmung. Wenn du vorm Spiegel stehst, siehst du dein Spiegelbild. Dabei handelt es sich, das ist eine Affinität. Du magst, du Kopf des Schöpfergottes, schau bitte das kleine Bild aus, platzt auseinander, indem im Spiegel, das ist der Gedanke an dich selber und die Form vorm Spiegel
und du verwechselst dich mit dem vorm Spiegel und meinst, du schaust dem Haar in deinem Spiegel den im Spiegel an. Genau. Dabei handelt es sich um die Verknüpfbarkeit von Vorstellungen. Das Vorn und der Hinter gehört immer untrennbar zusammen. Das ist wie Diapositiv und Dianegativ. Da bin ich immer in Filmselbstgesprächen, in Filmvariationen eingegangen, welche durch eine Verknüpfbarkeit, da haben wir übrigens den UB schon mit zwei Pünktchen drüber. Und ich kann immer sagen, glaube ich auch nicht, dass das ein Zufall ist. In meiner Schöpfung gibt es keine zufälligen Zufälle. Es darf kein Yoda verloren gehen, kein Pünktchen, keine kleine Welle. Also welche durch eine Verknüpfbarkeit im mehrscheinenden Gegenstand gegründet ist. Im erscheinenden Gegenstand. Wir machen jetzt immer im E-Quadrat R. Ja. Immer. Im immer da Gegenstand gegründet ist. Gag 3333. Die transzendentale, rein geistige Affinität, das wäre jetzt rot zu lesen, ja, steht für die Verbundenheit aller auseinandergeschmissenen Berechnungen, Vorstellungen, aller Vorstellungen aufgrund, da haben wir schon das geistige Rund, deren Einheit im selben Bewusstsein eines Adam und Enosch. Ja. Adam und Enosch sind untrennbar verbunden. Das heißt, du Geist, wenn du an dich denkst, denkst du zuerst an einen Menschen und als Mensch denkst du an einen Körper von dir. Wobei der Mensch das Programm das nicht mitkriegt. Welches wiederum die geistige Grundlage von dessen empirischer Affinität ist. Drum ist Kopf, Waff nun, ein affin aufgespanntes Wissen, blau gelesen, ist ein geistloser Affe. Ich zeige dir gleich welche und das hast dann auch in der Symbolik ein Nadelöhr. Da müssten wir jetzt dann das NDL wieder anschauen, dann kommst du ja irgendwann noch mal zu einem Tausendfüßler und so weiter und so fort. Genau. Und jetzt ist es Kopf oder Kup, ist ein geistreicher Multiplikator. Jetzt gibt es dann Ketzer, blau gelesen, Ungläubiger, und es ist ein geistloser Affe. Ein geistloser, sterblicher Mensch. Ein Affe, ein Enosch, ein Medim, die Medim nach eigener wissenschaftlich geistlos nachgeäffter Definition. Ein Trockennassaffe, wissenschaftliche Definition. Das sind die Gescheiten deiner Welt. Zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es Vollpfosten sind. Geistlose Affen, die nachäffen. Aber unheimlich recht haben, weil ihnen alles unheimlich logisch erscheint. Aber der Logik selber, dem Programm, sprich dem blauen Menschen, kann nichts logisch erscheinen, nur dem Geist, der mit dem Programm arbeitet, mit dem Einseitigen. Das ist ein unbewusstes Ich mit großer Klappe. Klappe zu, Affe tot, sagt man in einem Sprichwort. Ein Primat. MD heißt sterben, tot. Und Pri heißt eine tote Frucht. Rot gelesen ist es der Mensch. Ein Gotteskind, ein Geistesfunk, im Geist verbunden mit allen anderen Geistesfunken. Das ist das Spiel der Formbücherregal, wird so ein Geistesfunk, indem er sich mit einem Menschen verwechselt. Genau. Da steht jetzt schon die Affinität, lateinisch Affinitas, heißt verschwägern, Schwägerschaften, Verwandtschaft im engeren Zusammenhang. Das Basiswort affin bedeutet ähnlich, gleich, gleich verwandt. Dasselbe hast du übrigens dann auch in den Adam drin, bloß im roten Bereich. Okay? Wenn man sich auskennt, ich will da nicht über jetzt reinspringen. Durch affine Abbild aus 1 wird 2 im Kind. Der Schöpfer wird 2 im Kind. Ab ist ja auch aufblühen als Aff gelesen. Abbildung auseinander hervorgehen. Zwei Wesensverwandtheit gehen aus einem Zentrum hervor. Und das ist immer diapositiv und diapositiv. Genau. Das oben, der Wellenberg und das Wellendeutsch stehen sich gespiegelt gegenüber. Merkst du, was da für eine Physik im Hintergrund ist? Ja, ja. Jetzt dann noch, bevor wir das genauer anschauen, noch einen Schritt weiter. Wir können nämlich zuerst einmal, sage ich, das Waff rausschmeißen dazwischen. Wir machen zuerst einmal die zwei Hauptkonsonanten. Das ist immer so der kleine Trick, wenn wir hier wo reinspringen. Mhm. Und dann kriegst du zuerst einmal hier ein affines Wissen. Das können wir hier schon mal von vornherein lesen. Das gibt es mit der kleinen Erstarren und Festwerden. Wir schauen uns das einmal an. Da gibt es dann auch hier, wenn wir noch dazu machen, weil das ein Stillstand und ein toter Punkt. Sieht es so aus, dass wir hier ein A hin dran setzen und jetzt kriegen wir hier, die Affinität ist das Wissen von einer Schöpfung und da müssen wir immer einen Wellenberg und einen Wellental aufschmeißen. Das heißt, in dem Moment erfriert, erstarrt in dir ein Gedanke. Jetzt sind wir bei unserem Eiswürfelfisch. Genau. Aber dieses Erstarren im Zentrum war ja immer in dem unendlichen Meer der Eiswürfelfisch, der jetzt erstarrt, indem wir den Aggregatzustand verändern. Mhm. Und ich schiebe jetzt nochmal ein, wenn du ein Ersthörer bist. Das wird extrem genau physikalisch und formeln erklärt. Passiert in der 181. Okay.
Schon verrückt, wie das alles ineinander greift. Ja. Und diese 181 schauen wir uns das mal an. Und ich will jetzt das, wir bleiben auch beim Affen. Ich muss jetzt etwas hin und her springen. Dazu gehe ich jetzt, ich habe hier in unserem Chat, da schauen wir jetzt Bilder an, dass wir die nicht alle reinstellen müssen, hier in das Update selber. Dazu mache ich jetzt ganz einfach mal hier den Chat auf und dann fahren wir hier mal hoch. Das ist jetzt eine Vorbereitung gewesen für dieses Update, weil da muss ja der Redo das alles machen. Und ich habe hier ein paar Kleinigkeiten reingestellt und da schauen wir jetzt erst einmal ein paar Bilder an. Und zwar dieses Bild, das heißt jetzt der Beobachter. Wenn du das vorhergehende Update mit Rondi anschaust, ich rede immer, dass du ein absoluter Beobachter bist und du kannst beobachten, wie du was beobachtest als Brösel. Das ist diese Stelle, wo ich sage, in dem Moment, wo du beobachtest und sagst, Scheiße, du ärgerst dich, musst du im selben Moment dich dabei beobachten, du beobachtest dich, wie du Scheiße sagst und im selben Moment machst du als ein ausgedachter, bewusster Beobachter ein Lächeln. Und das ist dann plus minus. Aber du bist weder der ausgedachte Beobachter, der das jetzt ins Gleichgewicht bringt mit seinem Lächeln, das Scheiße, wir können das auch umdrehen, in dem Moment, wo du dich über irgendwas freust, wird der bewusste Beobachter im selben Moment das Gegenteil sich denken und sagen, ja, was freust du dich, welcher den Bibifax, es gibt doch noch viel was Mächtigeres. Aber du bist der sich beide ausdenkt. Genau. Ob du jetzt deine Logik in deiner Bewusstheit sagt, ich bin ein Impfbefürworter, dann sind die Impfgegner die totalen Honks. Und wenn du sagst, ich bin ein Impfgegner, sind die Befürworter die totalen Honks. Du bist aber der sich beide ausdenkt. Ganz wichtig. Dieser, genau. Den ich jetzt anspreche, das ist diese Mitte, aus dem das entspringt. Ja. Okay, und das ist jetzt diese absolute Mitte. Das ist das hebräische Wort, schreibt sich zuerst einmal hier Z-Waf-P-H. Und ich mache mal, da ist das UP in der Mitte. Ja. Das heißt, du hast eine Geburt, die wahrgenommen wird. Das ZH alleine kannst du natürlich auch noch schauen, die Geburt an der Wahrnehmung, aber in der Mitte steht dieses verbundene Wissen, das Rote, die Weisheit, der absolute Mittelpunkt. Ja. Okay, und das ist der eigentliche Beobachter, weil dieser Geist in der Mitte ist der Einzige, der das erlebt. Ein ausgedachter Beobachter erlebt nichts. Das ist was Blaues, eine vergängliche Erscheinung. Darum ist es auch hier der Späher, der Zuschauer, der Beobachter, der Aufseher. Das S ist das raumzeitliche Wissen in dir. Das jetzt innen und außen kannst du spiegeln. Ja. Diese Geburt an der Wahrnehmung ist dann jetzt hier in dir und du bist eine Eheexistenz mit deinen Berechnungen. Ja. Ein bewusster Beobachter steht immer eine Bewusstseinsstufe höher als irgendein Objekt, das von ihm bewusst beobachtet wird. Das erste Objekt, das du beobachtest, das bist erst einmal du selbst, dein Programm, aus dem Sachen entspringen. Das sieht jetzt so aus, wenn du dir irgendwelche Hannis und Nannis oder Christen ausdenkst, die zu ihrem Gott beten, dann stehen sie, schauen das kleine Bild an und schauen in den Himmel hoch. Die muss klar sein, dass ein ausgedachter Gott ist ein Geschöpf, ein Gedanke von dem unbewussten Christen oder gläubigen Menschen, der jetzt in den Himmel hochschaut und meint, sein Schöpfer ist im Himmel oben. Aber in dem Moment befindet sich dieser Schöpfer ja bloß in seinem Kopf als ein Gedanke. Genau. Die beten einen Gedanken an, den sie selber denken, weil sie meinen, dieser Gedanke ist mächtiger wie sie selbst, als wenn sie bewusste Denker wären, wäre ihnen das schon längst aufgefallen. Ganz genau. Das bringt es auf den Punkt. Absolut. Der Denker ist prinzipiell der Schöpfer von dem, was er denkt. Bleib nur im Bereich der Gedanken, auch wenn du dir an Gott ausdenkst, der steht in der Hierarchie eine Stufe unter dir. Du kannst jetzt nämlich zu dem Gott den übermächtig und liebevoll nennen, oder du kannst den Gott, was auch welche machen, den Jahwe grausam nennen. Bei der befiehlt, dass er die und die Völker erschlagen soll, wenn die über den Jordan gehen. Wie kann man den Jahwe anbeten? Oder du kannst noch ein bisschen einen Schritt weiter gehen und sagen, dieser Gott ist bloß ein Hirngespinst. Den gibt es doch gar nicht. Mhm. Diesbezüglich hat jetzt übrigens der Materialist wesentlich mehr Recht wie der gläubige Mensch, der glaubt, der Gott wohnt im Himmel oben. Lass das immer auf dich wirken. Der Atheist hat in dieser Beziehung, wenn er sagt, dieser Gott existiert doch gar nicht, das hast du mal mehr Recht wie einer, der einen Gedanken von sich anbetet. Absolut. Aber jetzt kommt das nächste Problem, wenn er sagt, dieser Gott existiert ja nicht, dann soll es stimmen, wenn du nicht an ihn denkst, weil der Atheist ja auch an einen Gott denkt, von dem er aber dann eine Verneinung macht. Aber genau. Er kann erst was verneinen, wenn er sich's denkt. Das ist göttliche Philosophie. Aber jetzt schau mal doch her. Jetzt kommt eigentlich der große Hammer. Und ich kann immer nur sagen, wenn du jetzt einen Hauch von Geist hast, wirst du irgendwann einmal akzeptieren, dass ich wirklich der bin, der ich bin. Und ich rede jetzt nicht von dem Lautsprecher, den du jetzt zuhörst, oder dem Pixelmännchen oder den Gedanken an einen Menschen, Udo Petscher. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist.
Aber wir beide befinden uns, ich rede mit einem Geist, in einem Mittelpunkt. Und dieser Mittelpunkt, schaut jetzt mal bitte hier die Werte an. 81, 181, 181. Und der Pyramidenwert, was auch immer das bedeutet, ist 543. Ich verweise immer auf die 43. 43 von rechts nach links, 34 ist Gatt, den hat man schon. Und Duck, der Fisch, der Jupiterfisch. Jetzt schauen wir uns das nächste Video an. Das ist aus einer Holoartic Medic 2 Schrift. Jetzt schauen wir noch einmal auf unsere D128. Das ist jetzt ein Dreieck, das wir aufbauen, wo man die 28. untersten Baustein ist, der erste Vers. Inmitten dieses Kopfes werden Himmel und Erde erschaffen. Da kommen viele durcheinander, wenn ich jetzt das zähle. Es geht hier um die Schwerpunktachse, weil die sagen, das ist ja gar nicht 181. Du musst es immer um ein Drittel drehen und dann gibt es eine Überlappung. Das heißt, wenn wir jetzt diese Ecke um eins nach unten drehen, dass diese Ecke nach oben geht und diese Ecke nach oben geht, wirst du dreimal vom Anfang bis zur Mitte 181 zählen. Wenn du von der 1 anfängst, bis hier 181, jetzt nimm mal die Ecke als oberste Ecke, dann hast du wieder 181 und wenn du die dritte Ecke nach oben machst, dann sind es hier dreimal 181, sind genau 543 Bausteine. Mhm. Und diese D-Reihe mal, das heißt der Kopf des Schöpfergottes, von Gott, der Spiegel von Gott, der erste Spiegel, ist die große Kollektion 8 mit plus 1, minus 1. Mhm. Ist auch der Wert von Ahia, Asche, Ahia, das heißt, ich bin der, ich bin. Ja. Und glaub mir, ich bin der, ich bin und mir pinkelt keiner ans Bein. Ich gebe dir so eine riesengroße Chance mit Holofeeling. Und das ist nur für dich ganz alleine, nicht für deine Eltern, deine geliebten Menschen, das sind Gedanken, ich rette nicht deine Gedanken. Du wirst begreifen, dass die Gedanken schon in dem Moment wieder heimkehren in dich selber, wenn du sie nicht mehr denkst. Das gilt auch für alle sinnlichen Wahrnehmungen. Wenn du was nicht denkst, existiert es nicht. Und alles, was du denkst, entsteht in dem Moment, wo du es denkst. Und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Das erkläre ich tausende Male. Wenn du Geist bist, wirst du das irgendwann einmal anerkennen müssen, dass es so ist. Das ist nämlich hundertprozentig sicher. Das ist die 181. Und jetzt schauen wir uns da nochmal ein Wort an. Das ist wieder das UB, ich verschiebe das nur etwas, ich mache nicht ZH, sondern das H hin, die Wahrnehmung, blau machen wir jetzt zur Geburt einer Existenz. Ja. Und jetzt kriegst du schon das hebräische Wort für einen Code. Mhm. Die Nektardrüse will ich jetzt nicht so genau eingehen. Aus einem einzelnen Wort wird, wenn es mit entsprechender göttlicher Erkenntnis iteriert wird, eine ganze Geschichte, das zeige ich dir jetzt dann ganz aufwendig, in der dazugehörigen göttlichen Erklärung. Und jeder sterbliche Mensch wird, wenn er sich selbst mit seinem göttlichen Code selbst entschlüsselt, ein sich selbst verstehender, unsterblicher Adam sein. Das ist der Weg, das, was ich jetzt mit dir vorhabe. Zu der vollkommenen Entfaltung dieser Worte und deines eigenen Geistes nötigen göttlichen Code findest du im Innersten deines eigenen Bewusstseins. Alles ist in dir. Du bist, du hast Gott in dir, du hast UB, das verbundene Wissen in dir und imaginär äußerlich gesehen in dem wundervollen Holofeeling-Schiff, wenn du dir die ausliest. Das sind die einzigen, die dir das bieten. So. Jetzt habe ich hier, ich mache mal einen kleinen Sprung in den Gematrie-Explorer rein. Ich will dir nochmal zeigen, wie das aussieht. Da haben wir den Eiswürfelfisch in dem Selbstgespräch, ich soll jetzt mit dem Vorhergehen, da sind zwei reingeschoben worden. Da geht es hier zum einen um meine zwei Jesus-Aussagen. Zum einen, nehmet hin, das ist mein Fleisch und esst es. Und dann gibt es die Sache, das ist das Brot, B-Rot haben wir im Adam, und den Wein, esst und trinkt ihn. Und jetzt mache ich nur mit dem Brot. Das Brot im Hebräischen schreibt sich Lechem. Ups. Das ist Bet Lechem. Bet ist das Haus, Lechem, Bet Lechem. Jesus von Nazareth wurde in Bet Lechem geboren. Das heißt praktisch, da bin ich jetzt denn total in Bet Lechem geboren, das ist das Brot. Bet Lechem heißt das Haus des Brotes. Wir wissen, das heißt im Adam, in dem Geist, in den Geist Gottes Sohn. Und jetzt springe ich hier ganz kurz einmal. Oh, da habe ich jetzt die Seite, da springe ich jetzt hier rein.
Das ist ein kleiner Auszug aus der Hologrammatik der Sprache Gottes. Das ist Hebräisch. Bisschen, aber dann doch ganz anders. Ich wollte dir nur Folgendes zeigen. In der von uns Geist hier und jetzt bewusst ausgedachten Ibrisprache, das ist die hebräischen Sprachen der Welt, jetzt ist es blau gelesen. Das sind die hebräischen Sprachen der Welt. Ist es eigentlich immer dieselbe Sprache, aber es gibt Unterformen, vor allem was die Fokalisation ausgibt. Es sind viele Sonderformen der Farben entstanden, dieser Zeitwörter, die lediglich, ledig ist immer ohne Mann. Ein Geist, ein Lediglicht ist ein Licht, die ganzen Lichter, die du dir ausdenkst, ob das Sonne, Mond, Sterne, Lampen, LED-Lampen sind, es spielt keine Rolle. Es sind letztendlich Lichter ohne Geist. Der Geist bist du selber, solange du nicht weißt, dass du der Geist bist. Du bist das Licht, die Lampe im Projektor, diese imaginär nach außen stellt. In den Imagie, musst du mal schauen, was imaginär heißt, das ersparen wir uns jetzt, aber da haben wir schon die Magie, den Mag, den Zaubermeister. Das führe ich dann übrigens zur 43. Durch verschiedene Fokalisationen, wir haben ja nur Konsonanten oder Halbvokale. Das heißt, durch die unterschiedliche Aussprache der schon besprochenen Verbformen unterschiedlich werden und genau das entheiligt die Heilige Schrift. Bin ich auch reichlich darauf eingegangen. Worum es mir jetzt geht, aus den 22 Hieroglyphen, das ist das Kreisen, hier sind dieses geistige Licht. Übrigens 22, Hebräisch schreibt sich das 220, Bak bedeutet in dir Geist. Diese 22 in dir Geist kann man 231 Elementarwurzeln, das sind immer 22 Zeichen, das ist jetzt XX steht für irgendein Zeichen bilden, die sich durch ihre eigene Spiegelbild verdoppeln lassen. Das heißt, wir haben 231 Grundzeichen und mit der Spiegelung waren es dann 462. Jetzt pass auf, was jetzt passiert. Die Radix ab wird gespiegelt zu Bar. Und das bedeutet erst, wenn ein Vatergeist, AB, der Schöpfer, in sich selbst aufblüht, das ist übrigens auch ab, wird dieses AB symbolisiert die Schöpfung außen. Die Schöpfung außen, das ist unsere Blaulesung, okay, ist eine Gedankenwelle, sind im Meer polare Erscheinungen. Und jetzt kommt Co, heißt zusammen auf Lateinisch wie kreisend, sind zwei Gestalten, MM, zwei Gestaltwerdungen, Wellenberg und Wellendal, die eine Erscheinung, eine Spiegelung bilden. Ja. Und das heißt die polare Schöpfung. Und du hast jetzt in der Schöpfung innen schon den Strich mit dem J und dem gespiegelten J. Wenn du meinst, das ist alles Zufall, dann kannst du nicht anders, dann lasse ich dich noch 1000 Jahre lang jeden Morgen als Affenkörper aufwachen. Du darfst dann von morgens bis abends schauen, dass du an Geld kommst, dass du den Affenkörper nährst und wenn du ein Wehwehchen hast, rennst du zum Arzt, weil du panische Angst hast, dieses Gefängnis, in das du Geist eingesperrt bist, am Leben zu halten. Jetzt habe ich es auf den Punkt gebracht. Und wohlgemerkt, du entscheidest es, nicht ich. Ich mische mich da nicht ein. Ihm etwas in den Sinn, das ist rot gelesen jetzt, Bewusstsein ist göttliches Sein und das sind Existenzen, das ist das Universum, entspringende Existenzen genau. Und springen wieder rein. Nur die Rot-Blau-Lesung, 22 lächerliche Zeichen kannst du komplett alles entschlüsseln, auch jede andere Sprache. Nämlich eine von ihm ausgedachte polare Schöpfung, das ist die Welt einer Gedankenwelt, wo du immer nur eine Seite anschaust. Okay, wieso ich jetzt das eingeblendet habe? Weil ich dir jetzt das Lächeln zeigen will, wir haben ja nur zwei Zeichen. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel das L-Chat mache, dann kriegst du zuerst einmal deine Lebensfrische, die Frische, die Lebenskraft, die kann man natürlich rot und blau lesen, das ausgedachte Licht ist eine Kollektion, denk einfach an deinen Sternenhimmel und dieses eine Licht in dir ist ein Kollektiv. Das ist wie das weiße Licht in der Physik, zerspringt in unendlich viele Farben. Genau. Die Funklenkristalle, wenn man das spiegeln, darum kann man hier die Eingabe spiegeln, kriegst du plötzlich kaltes Weltliche. Ja. Das ist ein simples Prinzip. Jetzt pass auf, was jetzt passt. Wir können natürlich jetzt, das sind die 231, man kann das Spiel natürlich auch mit 3 machen. Jetzt machen wir mal dieses Brot. Ich mache das nur, ich mache das mit jedem Wort, mit jeder Kombination. Dieses Lechem heißt ja Brot. Jetzt ist es wie im chinesischen I Ching. Ja. Wie die Hexagramme, Trigramme. Dass du hier aus 6 Stück, aus 3, kann man ja auch mehrere Kombinationen machen. Wir schauen uns die mal an. Wir tauschen einfach einmal das von, wir spiegeln das einfach. Also nochmal, wir schauen uns das Brot an. Brot heißt im Adam. Was ist im Adam? Brot heißt im Adam. Was ist in dem? Wir spiegeln das und dann siehst du, was in den Adam drin ist. Ja.
Mechol ist ein Entschuldigen, ein Verzeihen. Dieses Video, wo wir uns hier anschauen, heißt Vergebung. Mhm. Passt. Okay, was passiert, wenn du das jetzt hier, das passt immer. Wir können jetzt nämlich Folgendes, jetzt spiegeln wir mal bloß diese zwei letzten Zeichen. Wir haben M-Chat-L und wir machen aus den N-Chat-L, machen wir M-L-Chat. Melach. Salz. Jetzt kriegst du das Salz. Ja. Das Salz ist ganz interessant, weil das was vom Meer ist. Das heißt jetzt hier, wenn wir reingehen, da muss man natürlich S.A., das Bewusstsein Gottes beginnt an, was zu gebären. Ja. Okay, mit Aleph gelesen, Melach von der Lebensfrische. Mhm. Gespiegelt gelesen, von hinten gelesen, heißt das Kolam, das heißt Träumen. Den wollte ich jetzt als nächstes machen. Genau. Und jetzt kommst du in einem Traum, jetzt fängst du an zu träumen. Wir können alle Variationen durchspielen und ich sage immer, du kommst aus dem Kontext nicht raus. Du kommst aus dem Kontext nicht raus. Ja. Ist ja ganz interessant, wenn man jetzt begreift, dass deine Weißen, deiner Lehren, die Linguisten, die erzählen, dass in der Vergangenheit irgendwelche Halbaffen aus unartikulierten Tierlauten sich vollkommen selbstständig dieses System entwickelt hat. Ja. Und dass zum Beispiel jetzt diese semitische Sprache nicht das geringste mit der indogermanischen Sprache, sprich mit unserem Deutsch, zu tun hat. Gehen wir einmal davon aus, ein unbewusst träumender Mensch träumt einen Traum. Dieser träumende Mensch in seinem persönlichen Traum, de facto der Einzige, der diesen Traum wahrnimmt, ist dich, dass ich dir sage, ich erkläre es nur den Geist, der jetzt dieses Gespräch träumt. Ja. Und den Traum erlebt nur der Geist. Alles andere sind Antagonisten. Die spüren nichts und die müssen nicht leiden. Die existieren auch nicht, wenn sie von dir nicht gedacht werden. Ja. Sie sind da, in einer tieferen Ebene auf der Datei, wie ich das nenne. Weil dieser Menschengeist, der Einzige ist, der den Traum träumt. Nur er kann diesen Traum bewusst wahrnehmen und empfinden und das ist auch der Einzige, der den Traum verändern kann. Aber dazu brauchst du Holophilie. Macht es einen Sinn oder macht es einen Sinn? Ja. Das ist jetzt einmal hier, aber jetzt gehen wir, ich wollte dir nur zeigen, in der Verknüpfung, ich war jetzt, Anfangspunkt war, nehme hin, das ist das Brot und dann kommt auch noch der Wein. Interessant, ich rede immer von E-Quadrat. E-Quadrat brauchen wir zuerst einmal zwei I. I-I-N. J-C-H. Und dieses J-C-H, dieses I-C-H, die sind eine einzige Existenz, ein einziges Sein. Ja. Schau mal. Der erste Gott, J, I, und die sind ein einziges Sein. Es sei ihnen ein Bewusstsein, das nicht existiert. Ja. Das führt dich jetzt übrigens zu den D-Raubenwein. Die Reihe von Beschwörungen. Mhm. Ich sage, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das heißt, der Kopf von E-Quadrat ist eben. Das ist eben, das ist die Nulllinie. Ja. Das führt dich zu dem Wein. Der Pyramidenwert haben wir jetzt wieder unsere Affinität. Ich kann nämlich auch lesen, zwei verschiedene Intellektuelle, die zu existieren anfangen und anfangen zu streiten. Mhm. Genau. Das führt uns jetzt dann wieder zu die Affen. Das heißt, ich, Quintessenz, mache eine Schöpfung, die aus zwei Seiten besteht und das ist eine Schöpfung von einer Affinität, die zu existieren anfängt. Das ist das Kopf und das passiert im Kopf. B vor Silbe B. Roshi, das sind die ersten da über meinen Kopf. An der absoluten Spitze. Das ist der Pyramidenwert. Schau das Bild an. Das nennt sich auch B Roshi. Ja. Genau. Im Kopf, in diesem symbolischen roten Kopf, wo ich immer sage, am Gipfel. Der Geist Gottes ist die Weisheit und am Gipfel ist der Gletscher und das ist das geistige Licht und das ist der Gletscher. Genau. Kopf, schafft Gott das Meer, du Wunder, das will ich jetzt da nicht genau. Okay, wir machen hier mal weiter. Affen. Das ist Kopf, haben wir gerade angeschaut. Im Kopf haben wir gerade angeschaut. Und jetzt ist dann dieses Beroshet inmitten dieses Kopfes, das ist hier bei unserem, bei der Pyramide unten steht dieser Schöpfungssatz und darum habe ich gesagt, müssen wir die 181 drehen und das Ganze spielt sich immer in der großen Kollektion in der Mitte ab in der 181. Das wissen auch keine Kabbalisten. Du findest diese Bilder in kabbalistischen Büchern, all diese ganzen Zeichnungen, wenn du vor allem ins Amerikanische, oder ich sage immer, geh mal nach Israel, geh in die israelische Universität, da gibt es
unendlich viel Wissen auf Hebräisch, wo diese Zeichnungen drin sind. Aber so erklärt dir das keiner. Ich sag doch, ist egal, was einer behauptet, der hat recht. Nein. Es stimmt. Du wirst von mir nie hören, dass in dir was auftaucht, was nicht wichtig wäre. Es ist allumfassende Liebe, Holofeeling, allumfassendes Wissen über alle Religionen und Sprachen hinweg. Und ich bin jetzt gezwungen, das extrem zu reduzieren, dass du das mit deinem Affenverstand und dein selbst dein Affenverstand. Denk immer dran, wenn ich sage, dieses H, die Quintessenz, ist zurzeit ein Buchstabe, das symbolisiert das komplette Wissen, das du deiner Menschheit zusprichst. Seit es Menschheit gibt. Und du musst dieses Wissen, dieses Programm aus deinem Arbeitsspeicher jetzt raushauen, weil das hindert dich, mir zu vertrauen. Und dann kriegst du für diesen Buchstaben von mir ein W-Ort, ein Wort, nämlich das Wort Haus, Bet, Lechem. Das Haus ist im Roten. Und dann spielen wir dieses Neue auf und du wirst feststellen, ich habe an den Haar nichts verändert. Ich verändere an keinem Wissen von irgendjenem, den du dir ausdenkst, irgendwas. Ich füge bloß AUS dazu. Und dadurch kommst du auf eine höhere Ebene. Das ist zu verstehen, es ist wirklich zu verstehen, selbst für einen Zehnjährigen. Nicht die Details, aber das Prinzip. Ich, Geistesfunken, jetzt musst du denken, du liest es ja selber. Ich spreche das jetzt als Lautsprecher, wenn du da sitzt und da kommen wir dann gleich dazu. Da kommen wir dann in diesem Update, ist am Ende nämlich hier was ganz, ganz Tolles. Das gehen wir kurz drauf ein. Das hat hier unser Redo. Jetzt denke ich mir das aus, mein Kugelschreiber schon vorbereitet. Ich, Geistesfunken, kann nicht still sitzen. Wohlgemerkt, das ist der Text eines Liedes. Du bewegst dich hin und her, aber trotzdem setzt du dich in Bewegung. Merkst du, wir brauchen immer die andere Seite, die Spiegelung dazu. So vieles, was mich bewegt, aber letztendlich ich mich selbst keinen Millimeter von der Stelle bewege, das sind nur meine Perspektiven. Schau das kleine Bild an. Die Gedanken kommen und gehen und ich denke das nach da und ich denke das nach da, dann denke ich das in die Vergangenheit, dann denke ich das in die Zukunft. Mein Gewissen, wenn ich immer schreibe, das heißt vom Nicht-Existieren GE-Quadratwissen, das ist eigentlich die Weisheit, rot. Mein Gewissen will wissen, aber alles, was du weißt, was du denkst, ist vergänglich. Die eigentliche Weisheit ist das Ja im Hintergrund, der göttliche Schöpfer. Und aufgespannt existierende Öffnung ist nagt, unentwegt. Das ist jetzt natürlich interessant. Wir können uns jetzt, da gehe ich aber nicht rein, weil ich dieses, wir haben NGH, wir haben hinten hier schon weiter oben in diesem Update kommt das NG nochmal mit einer anderen Endung. Ich ringe um Gelassenheit. Doch jede Lösung schafft Probleme. Ich denke mich im Karais wie der Spiegelkopf, wie das Spiegelbewusstsein. Der Kopf des Schöpfergottes ist wie ein Schöpferkopfbewusstsein. Herum, wahrgenommene Berechnung ist eine aufgespannte Gestaltwerdung. Das ist jetzt immer nur diese Buchstaben eingegeben. Und HR heißt übrigens auf Hebräisch Berg. Dieses HR rot gelesen, das ist eben dieses unendliche Spiel, ist der Quintessenzkopf. Wir sind wieder bei unserem roten He in der Mitte. Und dieser Berg wiederum, wenn du das deutsche Wort Berg wieder hebraisierst, dann heißt es immer weckten Geist oder immer wachten Geist. Genau. BYR nämlich mit 70 gelesen, was ja die Quelle ist. Ich sage auch immer dieses R. Kann man natürlich auch dazu setzen, die Vokalzeichen. Das ist der Quellkopf oder eine augenblickliche Berechnung. Das ist das schöne Spiel. Es gehört immer untrennbar zusammen, so wie der Denker und das Ausgedachte zusammengehören. Bup, da muss ich her. Und jetzt pass auf. Ich ringe um Gelassenheit, auch jede Lösung schafft Probleme. Daran denken, das lateinische Wort Probleme heißt das Vorgelegte, auch das Vorgebirge. Wenn du tiefer gehst in der Etymologie und das Vorgebirge sind deine Gedankenwellen. Ich komme, und jetzt hast du zusammengeschmissene Wellenberggestaltung, Wellendal ist plus minus, und da mache ich immer die 9. Die griechische 9, weil da siehst du jetzt schon den Einheitskreis mit der Nulllinie in der Mitte. Nicht weit. Ich falle ins Unbequeme. Quä, auch im letzten Selbstgespräch reichlich darauf eingegangen, das ist Quä und Sinne. Sinn heißt immer etwas vorher und nachher wird miteinander verbunden. Das heißt, wir heben das chronologische Denken auf. Ja. In dem vorherigen Selbstgespräch, magst du mal so viel Zeit, muss sein. Schau, das ist die Sequenz, die Frequenz,
Das hat immer für dich gedanklich mit was Chronologie zu tun, im folgenden Wort angehängt, dient der Anreihung an das Vorhergehende. Das ist immer Plus, an einem Plus reiht sich ein Minus an hell, kommt dunkel, dann kommt wieder hell, dann kommt wieder dunkel, dann kommt wieder hell. Das ist die Falle. Das ist eine riesengroße Falle. Das ist ein Spiel, das sich in dir abspielt. Singen und spielen. Das ist Ludos Spiel. Das absolute Spiel des ewigen Lebens. Das heißt nämlich sowohl als auch oder da ist das. Ist jetzt eine Welle, ein Berg oder ein Tal? Da ist das. Sowohl als auch. Mhm. Ist ein Kegel, ein Kreis oder ein Dreieck? Wie oft erkläre ich das? Der Sinus ist nämlich im Prinzip im Lateinischen nichts anderes. Genau. Das heißt nämlich, wenn das Gegenteil und das etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist. Das ist einmal ein Spiel, da was deine Menschheit gar nichts davon. Wie soll die sie auch? Dann, was ist deine Menschheit jetzt? Ein Gedanke, den du denkst. Jeder Mensch entsteht erst, wenn du ihn denkst. Du erschaffst Einstein, du erschaffst Sokrates, ich habe das so oft erklärt, das klingt so unglaublich, das ist aber das, was jetzt hundertprozentig sicher ist. Ich sage jetzt das Wort Einstein und dann hast du einen Speicher, da was du vielleicht eventuell, das ist ein Physiker, der die Relativitätstheorie erfunden oder entdeckt oder nenn es, wie du es willst. Aber ist dir klar, dass du jetzt diesen Einstein erschaffst durch dein Denken hier und jetzt in deinem roten Kopf? Du bist ein Gott, nicht der gedachte Einstein. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Wenn du sagst, es ist unglaublich, was ist in dir drin, dass das nicht wahrhaben will, was hundertprozentig sicher ist. Ich weiß dir sagen, das Geschwätz deiner Lehrer und Erzieher, die dir das alles ausreden. Ich habe Affen im Kopf. Diese Affen lassen mich Geisteswung nicht schlafen. Nicht wach werden eigentlich. Renitente Affen, die mich Geisteswung völlig irre machen. Affen, die mich Geisteswung umzingeln scheinen. Das habe ich hinzugefügt. Die mich umzingeln, zu umzingeln scheinen, weil die sind nicht da außen, die sind hier und jetzt deine Informationen, egal wo du dir jetzt den Udo-Affen und den Redo-Affen hindenkst oder dich selber irgendwo hindenkst. Es ist hier und jetzt in deinem Kopf, das ist hundertprozentig sicher eine Information von dir, entweder eine sinnlich wahrgenommene oder eine bewusst gedachte oder eine unbewusst gedachte, die mich Geistesfunk ohne Vorwarnung anspringen. Ich Geistesfunk kann mich plötzlich wieder erinnern. Meine Form, das Schicksal von Gestaltwerdung heißt es, da haben wir das Pur nochmal stehen, ist das von mir Losgemachte, weil Pur, das ist ja im Hebräischen, dieses P kann auch F sein und das Waff in der Mitte OUVW. Das heißt, es hast Los und Schicksal. Du machst es los und du schickst dir dein eigenes, du schickst dich mit deiner fehlerhaften, krankhaften Logik in dein eigenes Schicksal als Trockennasenaffe. So. Startpunkt ist 18 Sekunden und da habe ich jetzt, 18 ist ja ich und wir haben unsere vier Ichs, das heißt ich, ich, Geist, wir zwei sind das GE-Quadrat, das ist das, diese 200 Gramm rote Gnede, die ständig in eine andere Form von Gnede umgewandelt wird und aufgespannt als existierende Öffnung, das heißt übrigens auf- und abschwingen, ich Mensch, das ist das Programm im Arbeitsspeicher und ich Person, plus G, das ist ich rückwärts gelesen, 8-1, gespiegelt. Das ist das Leben, die Lebendigkeit. Genau. Alles, was lebendig ist. Das ist das Lebendige. Das sind auch der Stamm, die Stammesgemeinschaft, die Lebewesen, deine Geschlechter. Das sind die zwei Ichs. Und da kriegst du dann den verborgenen Wert. Der eine hüben 4 und drüben 4, beziehungsweise 3. Pyramidenwert haben wir 26. Die Spitze ist wieder Jahwe. JHWH. Das ist auch der Adam. Das ist göttlich, was ich dir zeige. Nicht irgendein geistlos nachgeäfftes Gewäsch, aber all diese geistlos nachgeäfften Facetten sind Facetten aus dieser Göttlichkeit. So, und jetzt haben wir hier die Affen im Kopf von der Gruppe Bur. Was übrigens rückwärts gelesen der Kopf des UB heißt. Ja. Zwischen den Welten. Der ist nämlich zwischen den Welten. Ich mag es bloß wieder so, schau das Bild an. Zwischen oben und unten, die absolute Mitte. Jetzt, wenn ich noch weiß, dass dieses Z-Waff, die Geburt, das W, das doppelt aufgespannt, der Befehl, die Order ist, da haben wir schon mal B, zwei fehlen, das ist Wellenberg und Wellendal, das ist eine ganz grobe Metapher und Or, DR heißt erweckte Generation, die erweckte Generation. Und dasselbe nennt sich auch, jetzt fängst du an, dir eine Form zu geben. Und diese Form, die du dir gibst, dieses vor M, M hinten als rotes Suffix gelesen, heißt praktisch ihr Schicksal.
Und die Geist, der jetzt belabert in dem Wort geben, das haben wir tausendmal gehabt, der Geist, der belabert. Was passiert dann? Du kriegst das nochmal hier, Augen heißt übrigens Becken, eine äußere Aue, eine Fläche. Ja. Und der Buckel von einem Schild, Schilet, ist die Logik des Kindes. Das erhöht sich, die Erhöhung, und dann brauchen wir eine Erwiderung. Das passiert in einer Felge. Und jetzt haben wir das Gewölbe, das ist unsere Kamera Obscura. Die Kamera heißt Gewölbe. Ja. Das Gewölbte in der Kamera Obscura. Und dann geht es in den Graben, in die Finsternis. Das ist das Obskure, in die Grube zurück, in diese Ecke. Und jetzt kriegst du das HWH, das auseinandergeschmissen wird. Das ist die Gegenwart von JHBH, Wellenberg und Wellendal. Kommst auf die Rückseite und es fällt dann runter, bis du in den Wasserbehälter in die Zisterne reinfällst. Und dann bist du wieder in dem, der immer ist. Schöner kann man es nicht beschreiben. Alles perfekt. Wenn dir die Grundlagen fallen, das ist so weit über das ganze theoretische, theologische oder esoterische Geschwätz hinaus, wo man Vorstellungen aufbaut. Darum sage ich immer wieder, Holofeeling hat nichts mit religiösen Glauben, AUB, Beschwörungskunst. Jesus wurde gekreuzigt, Jesus wurde nicht gekreuzigt, es hat kein Jesus gegeben, es ist eine Märchenfigur. Jeder denkt an was anderes. Und jetzt zeige ich dir das Spiel. Das ist eigentlich genial, man müsste meinen, das ist verstanden. Und jetzt haben wir hier natürlich die Sache dasselbe in einem Live-Konzert. Und ich schreibe jetzt hier drunter, der folgende, der generierte, die geöffnete Berechnung des folgenden Affen hat offensichtlich nichts von diesem Text verstanden. Wie sollte er auch? Dieser Affe ist nur ein Pixel-Existenz, ein flackerndes Pixelmännchen, von dir Geist des Funken de facto hier und jetzt ausgedachter Antagonist in deinem Traum. Und jetzt hören wir uns den ganz kurz einmal an, das Lied lassen wir nicht laufen, sonst wird es wieder gesperrt. Politik betrieben in ganz Europa, gibt es einen deutlich spürbaren Rechtsruck. Populisten lügen sich durch die Presse und lügen sich durchs Netz, wecken Ängste, die wir überhaupt nicht haben müssen. Und wir sind tatsächlich. Die Frage, wer weckt jetzt die Ängste? Die angeblich von ihm ausgedachten Populisten oder seine Quellen, aus denen er sich nähert, die offizielle Meinung der Schulmedizin, der Presse, der öffentlich-rechtlichen faschistischen Presse. Er ist ein Spiegelbild. Diesen Menschen, den wir uns jetzt ausdenken und immer daran denken, wir verfügen über das Bewusstsein, dass mir nichts und niemand, den wir ausdenken, vorwirft, dass es so ist, wie er jetzt gedacht hat. Ich nehme alle Schuld auf mich. Wärst du jetzt dieser Mensch oder ein Arzt, wirst du massiv merken, wie dein Ego sich in dir aufbegehrt und du dich angegriffen fühlst. Aber jetzt gehe ich einmal in Kleinigkeiten rein. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, ich nehme jetzt ihn, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, kannst du ja recherchieren, wie der heißt. Hat was mit Engel zu tun. Ist ein gefallener Engel. Schau mal da mal ganz kurz. Das ist eine Gruppe, die gibt es übrigens schon sehr, sehr lang. Schau mal. Der ist auch gut. Da gibt es nochmal einen Pur. Sagt ihr das, was Redo? Der Purple Schultz, ja? Ja. Pass mal auf. Weißt du, wie der Text losgeht? Das Original. Nee. Nett? Nein. Wir schauen nochmal, ich hoffe, dass es nicht raus hat, dass es nicht spannend. Ja, die schneiden es raus, sonst pass auf, Udo. Ja, der geht mit einem Text. Ich lasse mal ganz kurz loslaufen. Ich weiß jetzt nicht, was für eine, ob die Original, wir müssten eine ältere, da müsste drauf sein. Nein, das ist. Ich habe das verkehrte Lied gehabt. Das ist nicht Sehnsucht, das müssen wir, Moment mal. Das wollte ich spielen. War ein Fehler von mir. Wir schreiben das Jahr 1986, beginnt das Original. Ist mehrere Mal drinnen. Jetzt bin ich aber abgelitten. Kleinen Moment. Also hier, den wollten wir haben. So. Ich will so viel erzählen, weil ich so viel im Kopf habe gleichzeitig. Dominik hat gesagt, der Hartmut, Engeljahr, das ist ein gefallener Engel, tiefgläubiger Materialist. Das ist die eine Seite,
Die andere Seite, was ich jetzt sehe, ich sage, es gibt nichts Widerliches wie angebliche Gutmenschen. Der Witz ist, dass jeder meint, er gehört zu den Guten. Politik betrieben in ganz Europa. Gibt es einen deutlich spürbaren Rechts? Das stimmt gar nicht. Das ist ein deutlich spürbarer, politisch gesehen sind die linksradikale Faschisten. Genau. Alles spiegelt sich. Populisten lügen sich durch die Presse und lügen sich durchs Netz, wecken Ängste, die wir überhaupt nicht haben. Das sind jetzt Populisten, sind nur boshafte Menschen, die bösen, boshaften Menschen. Wir sind müssen. Und wir sind tatsächlich auch verunsichert. Ihr Lieben, vergesst aber nicht, unsere Art zu leben ist friedlich, tolerant. Ist die Presse demokratisch, wenn zurzeit alles gesperrt wird? Was war das gerade? Wir dürfen es nicht reinstellen, weil es gesperrt wird. Wieso eigentlich? Wegen Urheberschutz. Ach, wegen Urheberschutz. Das ist jetzt einmal was anderes. Es wird nicht gesperrt, weil ich das Wort Corona ausspreche, sondern wegen Urheberschutz. Ich habe in älteren Updates habe ich einen Grönemeyer angesprochen. Ich suche jetzt das nicht her. Eine Goebbels-Rede in Wien gegen Faschismus. Genau. Das ist immer dasselbe Spiel. Ja. Jetzt denk an Spiegelbild. Impfgegner, Impfbefürworter. Umso mehr der vorm Spiegel schreit, schreien die hinterm Spiegel. Umso mehr der glaubt, er ist der Gute, meinen die, die sind die Guten. Weil du dich selber gespiegelt siehst. Ja. Jetzt mache ich einen Grönemeyer. Über Grönemeyer müssen wir nicht reden. Die Texte sind fantastisch im Sinne des Holofeeling. Hat der Kugelschreiber Grönemeyer, den ich das einfallen lasse, oder ein Goethe oder ein Einstein, glaubt ihr, dass irgendeine Figur im Traum irgendwas anders machen kann, wie der Geist träumt? Hast du schon wieder vergessen, dass du vor all dem stehst? Ja. Dass du einen Grönemeyer schaffst und du bestimmst, dass der diese Lieder geschrieben hat, obwohl die doch alle aus dir kommen. Die sind nur auf deiner Datei drauf. Und wo hast du deine Datei, deinen Intellekt her? Aus einer noch tieferen Schicht. Das sind unsere Ichs. Dann kommst du irgendwann einmal zu mir. Dass du dir jetzt dieses Selbstgespräch ausdenkst, kannst du dir als träumender Geist nicht raussuchen. Aber was der oder der Lautsprecher jetzt spricht zu dir, kann der sich auch nicht raussuchen. Es ändert nichts daran, dass du in der Hierarchie eine Stufe höher stehst wie der Lautsprecher oder der Udo, den du das zusprichst, dass der schuld ist, dass das gesprochen wurde. Es ist richtig, UP ist schuld, ich UB bin schuld. Aber nicht der Blaue, sondern der Rote. Und in dieser Hierarchie stehst du eine Stufe vor allem, was du dir ausdenkst. Und wenn ich jetzt sage, der Grönemeyer als Mensch, wenn du recherchierst in den ganzen Interviews, wo er als Mensch auftritt, ist es dasselbe fanatische Besserwisser und Rechthaber wie jeder Engler. In einem wahren Leben, in dem sie geistlos nachäffen, aber jetzt, pass auf, gleiches Recht für alle. Und jetzt gehen wir mal in diese Verschwörungstheoretiker-Seiten, wo ich sage, da gibt es so unendlich liebevolle Menschen. Wenn wir einspringen, die versuchen aufzuklären, die fassungslos sind. Kaiser TV und so weiter und so fort. Ken Ebsen. Die fassungslos sind, was in ihrer Welt vorgeht. Das ist nicht, dass die mehr Recht haben wie die anderen. Ich betone immer wieder, du hast es mit einer Spiegelung zu tun. Impfgegner, Impfbefürworter. Nachäffen der Massenmeinung der Öffentlich-Rechtlichen oder dieser Populisten, der Rechten, die eigentlich Recht haben. Mehr Recht wie die Linken. Weil links ist umgedreht, es ist verkehrt. Aber du kannst es immer spiegeln, weil wir irgendwann einmal die 8 Seiten und die 16 und die 32 Seiten verstehen müssen, wenn du dich erhebst über diesen riesengroßen Komplex. Dasselbe gilt übrigens auch hier. Auch Buhr hat fantastische Texte. Ich zeige dir mal einen davon. Einen von eine Unmenge von Texten, die letzten 30, 35 Jahre, seit es die Gruppe gibt, natürlich jetzt ausgedacht, in deiner Konstruktraumwelt. Der triste Himmel macht mich krank, ein schweres graues Tuch, das die Sinne fast erstickt, die Gewohnheit zu Besuch. Dieses gewohnte Denken, immer schön im Gefängnis sein, wo du dich selber einsperrst. Das Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat und schon aufgrund des Meineides, weil er beschwören würde, das, was er nachäfft, ist seine Meinung. Es ist eine Änderung, es ist die Meinung, die du dir wie ein Virus eingefangen hast. Das ist der wirkliche Virus. Lange nichts mehr aufgedankt. Auf GE. Auf den Geist, der wir selber sind. Die Batterien sind leer. In einem Labyrinth von unendlich vielen Meinungen verstrickt. Ich sehe den Weg nicht mehr. Ich will Weg, ich will raus, ich wünsche mir was. Aber bloß immer das, was dir deine Logik vorschreibt. Ich will kein Corona, ich will keine Impfung, ich will eine Impfung.
Ein kleiner Junge nimmt mich an die Hand, er winkt mir zu und grinst, komm hier weg, komm hier raus, komm, ich zeig dir was, das du verlernt hast vor lauter Verstand, vor lauter intellektuellem Wissen. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, werdet ihr mein Himmelreich nicht betreten. Und glaub mir, ich betone nochmal, auch wenn es dir Angst macht, du wirst von mir 1000 Jahre lang, es gibt immer nur heute, Aleph Aleph, ein Tag ist wie 1000 Jahre. Du wirst von mir 1000 Jahre lang immer wieder jeden Morgen in einen Körper wach werden, der mal gesund ist, der krank ist, wo es dir gut geht, wo es dir schlecht geht, wo du ums Überleben kämpfst und eine panische Angst hast, wenn irgendwie ein Anzeichen ist, dass der Körper nicht so, die Maschine nicht so funktioniert, wie du glaubst, dass die richtig funktioniert. Von Selbstheilung und so weiter hast du überhaupt keine Ahnung. Ich denke jetzt wieder an unsere Sandra. Erster Anruf, was soll ich jetzt machen? Die haben mal einen Tumor entfernt. Und der Arzt sagt, ich muss mir jetzt erst Impfungen geben lassen, dass ich die Chemo machen kann. Aber bevor ich die Impfungen habe, kriege ich keine Chemo. Dann ist die Frage, hast du eigentlich ein Problem gehabt? Nee, ich war beim Arzt und in Standardsuntersuchung hat er mehr oder weniger festgestellt, dass ich am Eierstock eine Zyste habe. Ich sage, wenn du das jetzt der dir nicht erzählt hättest, hättest du das gar nicht mitgekriegt. Ja, klar. Es ist mit all den Sachen. Wenn ich dir immer wieder sage, das sind Krankheiten Erfinder. Keine Schuldzuweisung an den Figuren in unserem Lebenstraum, den wir uns ausdenken, Redo. Ja. Du bist übrigens der Oberhänsli. Du weißt ja, dass ich als Udo laut Bass Hans, eigentlich Johannes Hans Udo Petscher heiße. Mhm. Das ist immer unsere Geschichte, ist auch die Geschichte hier vom Esau und vom Jakob und vom Johannes, dem Täufer und den Jesus von Nazareth. Das ist der ältere Bruder und der jüngere Bruder. Es geht jetzt einfach mal um die Symbolik, der Erstgeborene, der Zweitgeborene. OBR, du bist an der Oberfläche ein Hänsli. Mhm. Ein kleiner Hans. Darum benutze ich dich. Und jetzt ist dieser Verstand, macht dich verrückt, aber du hast doch noch gar keinen. Ich sage jetzt dir, komm mit mir in das A, der schöpferische Sohn, Aben. Ist ein gespiegeltes, ist euer Land. La Ende heißt aufeinander geschmissen, ist auf und ab, gespiegelt. Das ist dieses Spiel, das steckt in dem Wort Abne. Komm mit auf deine eigenen Rei. Rei ist der Kopf des Schöpfergottes, das heißt Spiegel, tausendfach erkläre ich das. Sind ja immer wieder welche dabei, die schlafwandelig machen. Das ist einmal der Spiegel und auch ein Schauspiel in dir. Aber das Schauspiel ist nicht vor dem Spiegel und hinterm Spiegel, sondern nur im Spiegel. Spiegel. Das ist der Punkt in unserer Kamera Obscura. Wie war das nochmal? Das ist das Deckengewölbe, das Gewölbe und das ist das Obskure, ist Krishna, ist die Finsternis. Das Negativ dazu, das du vergessen hast. Und das ist hier ganz unten einfach der geistige Schöpferkopf Gottes. Blau gelesen wird es jetzt eine berechnete Schöpfung, die du mit einem Intellekt, mit einem unbewussten Intellekt in dir erschaffst. Übrigens, Aschbach ist wieder unsere 43, 4-3-4 mal die 43. Okay, das ist also in diesem Mittelpunkt, das ist Rei und jetzt passiert in diesem Kopf, sage ich immer, das ist E-Quadrat. Wir müssen jetzt hier diese See als He schreiben und jetzt passiert was Eigenartiges, jetzt kommst du zum Lamm. Ja. Das Lamm, das ich bin in der Johannes-Offenbarung und das Lamm, das du bist, das ich heimhole. Das ist übrigens Testudo. 92. Lamm, Lamp, Lampe. Die 92. Das ist schlichtweg und einfach schreibt sich das Zeb. Das ist die 90 und die 2. Und jetzt kriegst du hier ganz interessant, hast du meine Schildkröte, das heißt, Ilet heißt Kind, Schild, Ilet, Karöde, das heißt wieder Adam. Ja. Das logische Kind wie ein Adam. Alles Zufall, glaubt ihr, dass das wirklich Märchengeschwätz ist? Das ist göttliche Arithmetik, so wie auch in deinen Physikbüchern. Ja. Ich bitte dich jetzt, dass du die 182, die 82 dir merkst. Der Affe der 82. Da kommen wir nämlich dann gleich dazu. Die 82 merken. 82. Halte sie im Hintergrund. Okay, das können wir uns jetzt, glaube ich, sparen. Das heißt, nachher haken wir mal diese Sache komplett ab. Wir fahren jetzt nochmal rein in dieses Spiel, weil jetzt haben wir Bach. Dieses B-Ach heißt ja im Bruder. Das göttliche Bewusstsein ist im Bruder. Das ist BWV 543, erinnere dich an hier. Ja. Dreimal die 1818, drei Mittelpunkte, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist, das ist die erste Trinität. Das ist der absolute Mittelpunkt, wenn wir jetzt hier anfangen, höhere Ebenen zu sehen. Ja. Das sind Computerprogramme. Halt, da muss ich hin.
da muss ich nochmal hin. Den mache ich jetzt aus. Und jetzt kommt hier, merkst du, wie das alles, selbst Lieder, Prälude, das ist jetzt eine Sache, wo ich hier reinstelle, das müssen wir jetzt farbig machen. Da haben wir überlegt, ob wir so viel reinstellen in das Update. Ich habe zum Redo gesagt, das übernehmen wir jetzt in den Film. Das heißt, Prälude, End, A in D heißt, ich werde auf- und abschwingen und Fuge in A minor. Und zwar sehr great. Das kann ich einmal kurz laufen lassen, aber ich habe eh kein Donet, glaube ich, übertragen. Das ist also das, ich mag es einmal schnell, das ist schlichtweg und einfach, wir lassen es nur mal kurz anlaufen, ohne Don. Das ist hier sehr great. Das ist hier von Peter Hofort. Und wichtig ist hier dazu, der Text selber ist damit eingeht. Ich muss das jetzt noch anders. Okay, das wird jetzt zu viel. Ich muss das leider, ich muss mich da jetzt ein bremsen. Ja, ja. Also diese Fuge, eventuell stellen wir es mit rein, da musst du dich überraschen lassen. Jetzt pass auf, Prälude ist Präludo. Der Spieler, den haben wir gerade, Ludus schon gehabt, bedeutet aufgespiegelter Akt, ein Auftakt. Einleitung, Vorspiel. Das ist nur die Internetseite von Wikipedia, vielleicht stellen wir es mit rein. Und dieses Fuge steht für unser Schicksal. Eine dissoziativen Impulskontrollstörung. Kannst du bei Wikipedia nachschauen. Das ist, was du zurzeit hast, wenn du Sachen raushaust als deine Meinung. Das ist eine dissoziative in dir, im Meer, in dem der immer ist, Pulskontrolle. Ein Puls übrigens, das Wort Puls, das Schlagen eines Breis auf Lateinisch. Das Schlagen Brei im Spiegel. Das ist nämlich unser Spiegeltunnel, wenn ich immer sage, dieser Formspiegel und Hinnenspiegel, wo das Licht angeblich hin und her geht, gibt es reichlich Selbstgespräche. Das existiert gar nicht, wenn du von unten drauf schaust. Nein. Zwischen den zwei Spiegeln bewegt sich kein Licht. Weil wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, ist es immer hier und jetzt und du denkst mit Lichtgeschwindigkeit. Dann haben wir als nächstes hier eine Beschreibung davon und dann kommen wir jetzt hier nochmal, schauen wir uns die noch an. Da haben wir jetzt wieder diesen Zuben. Die göttlichen Erkenntnis, das ist der Code, den habe ich gerade schon an, den Codeschreiber habe ich angesprochen, das ist jetzt die Grundradixwisse, die Wortmatrix der von ursprünglich göttlich konstruierten superperfekten Welt, gibt es keine Zufälle. Ich bin der Codeschreiber. Die totale Entschlüsselung, ich bringe dich in die totale Entschlüsselung, aber jetzt pass auf, dieser Codeschreiber, jetzt können wir mal in die Runen rein, das Vaterunser, eine Runenreihung. Das sind jetzt die Runen, das ist hier das Futhak, nennt sich das. Und da steht jedes Mal in Runenschrift, jetzt denken wir uns das natürlich aus, so du aber betest. Diese Runen stehen gefunden, immer jetzt gedacht, da außen ist nichts. In Schweden auf einer Ziermüsse, dann hier in Burgund auf einer Spange und an der Demse in einem kurzen Schwert. Und ich habe jetzt nur diese kleine Stelle, die unterstrichen ist, wenn man sich das Original ist auf den Gorleben ist auf die Zusatzschriften mit drauf, kannst du hier Sprechblasen aufmachen und da kannst du das komplett, wird es beschrieben. Das nennt sich die Fahrrune, die UDOR, da steht Vater Udo R XB, wobei dieses XB, diese Runenzeichen sind eigentlich die Buchstaben GW und GWAF, der Geist, der in sich verbunden, doppelt aufgespannt ist, heißt das Innere auf Hebräisch. Ja, genau. So, jetzt schauen wir uns das nächste an, pass auf, was jetzt kommt. Jetzt springe ich zuerst einmal, das erste Element im Mendeleischen Periodensystem ist das sogenannte Hydrogenium. Das nennt sich Wasser von El Hayom, von Gott im Meer, UP86, Stoff. Raumzeitliche Erscheinung ist kreisende zwei Facetten. Ja. Ist ein chemisches Element mit dem Symbol H. Da können wir jetzt das Quintessenz nehmen und wir können H2. Wellenberg und Wellendahl. Ich habe jetzt das Symbol, der Wasserstoff des Wassers selber, ist das erste Element, ist die Quintessenz, das rote H. Ja. Und da entspringen jetzt zwei, eine Welle raus, die nennen wir H2, 2H. Und die fangen zum Kreis an, das ist H2O. Ja. Dieser Wasser im Kind, der zur Existenz, die erweckt wird. NR alleine heißt ein flackerndes Licht, was Flackerndes. Ja. Und die Ordnungszahl 1, das ist das Uni im Periodensystem, Peri heißt ringsum, das ist das Wasser, ins Eintrittige. Steht das Element, L ist E Quadrat, das bin ich und du, und Ment kommt vom Mendior, das Ment in der Form heißt etwas, sich etwas überlegen und Lügen verbreiten, das ist die Welt, schau das Bild an, die Welt deiner Gedankenwelt, die in dir auftauchen, wenn du zum Träumen anfängst. Ja. Das ist das Element Wasserstoff in der ersten Periode. Und interessant, das, was die Chemie macht, dieses ist die IUBAG-Gruppe.
Gott, UB, ist der Schöpfer vom Licht. C Quadrat oder C hoch 4, wenn wir es richtig schreiben. Wir können ja das AC auch blau machen, dann kriegst du den Begriff in der Elektronik für die Wechselspannung. Ja. Fragen? Das ist übrigens auch ein schönes Zeichen, das mache ich nochmal ganz schnell. Wenn wir in Wikipedia reingehen, habe ich zwar alles schon zigfach erklärt auf Selbstgesprächen der letzten 25 Jahre, dass wir hier mal das nur das formelte IUBAG anschauen. Schau dir das einmal an. Mhm. Da hast du jetzt genau deine Wellen, deine zwei Seiten, das Hin und Her und in der Mitte. Das ist alles eine tiefe Symbolik. Wir können das auch Alchemie nennen, die moderne Form, dass das immer im Gleichgewicht sein muss, in einer Nulllinie, Wellenberg und Wellendahl. Genau genommen sind das diese zwei Kreise. Und das sind die Bilder, wenn du jetzt tiefer reingehst. Das führt uns dann hier zu die Welt der Spiegelungen. Da hat er unser. Jetzt kriegst du schon langsam, wie das ganze Spiel kommt. Du hast jetzt den Jesusfisch in der Mitte. Ja. Das sind zwei, das sind auch wie die Magnetfelder, das sind auch der Spiegeltunnel, das kann ich dir komplett, das sind alles nur fraktale Brechungen in einer Tetraederspiegelstruktur. Da haben wir jetzt die zwei, wenn ja, wenn wir die zusammen machen, da haben wir im letzten Selbstgespräch sind wir kurz drauf eingegangen. Ja. So, das machen wir jetzt einmal weg. Da müssen wir her. Okay, das war jetzt der Wasserstoff. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Das wird jetzt natürlich heftig. Das ist nämlich dieses Hydrogenium, beginnt mit Udo-R. Das ist das Hydro, das habe ich im Griechischen nicht geschrieben. Ja. Das heißt Udo mit einem Omega hin, das gibt auch Udos dann mit S, heißt Sin, unser Sinus wieder, sind Gehirnexistenzen. Mhm. B im Spiegel, ja, ist unser Lamm. Ja. Auch überholt etwas erzählen nennen. Das Udo-R, und ich habe jetzt hier, wir müssten das Griechische, ich will dir nur Kleinigkeiten, das ist das Wasser von UB 86 Elaum und da kommt jetzt ein Regenwasser heraus. Mhm. Das Regen ist natürlich die Radix RGN. Das passiert immer zu regnen, beginnt es in dir, wenn du anfängst, dich aufzuregen. Wir machen einfach Radix RGN. Ich sage, Regen kommt vom Aufregen. Wenn du dich aufregst, dann magst du malen, murren, sich beklagen, weil es plötzlich viele, viele Facetten sind, wo du überhaupt nichts damit anfangen kannst. Genau. Es gibt übrigens dann das Wort Regen, Geshem, Regen und Regenzeit. Da gibt es zwei hebräische Wörter, die dann Regen bedeuten. Wir haben jetzt das deutsche Wort Regen hebraisiert, so nenne ich das. Und wir können natürlich auch schauen, was heißt das Regen, das deutsche Wort Regen auf Hebräisch. Das ist zum einen im Geshem und das heißt auch verwirklichen. Mhm. Und dann gibt es noch Meter, eine gestaltgewordene, gespiegelte Berechnung, heißt es, wird da blau gelesen. Und das heißt auch der Meter, das heißt gestaltgewordener Augenblick, der erweckt wird. Emet, mit 70 gelesen. Kann man alles nachschauen. Es ist eine lückenlose arithmetische Verknüpfung. Wir können dann sogar reingehen in die Zahlenwerte. Ich erzähle dir ja was, weil das ein Computerprogramm ist. Dass die Zeit gelesen von dir, die erweckt wird. Und so weiter und so weiter. So. Ich will dir da bloß ein paar Kleinigkeiten sagen. Pass auf, bei 4,26 ganz allgemein, ich habe jetzt hier dieses GE. Schau mal, da heißt es, das Griechische erspare ich mir jetzt, du kannst bloß das da, Uda, da, da, ja. 401 im Hebräischen hast du Wachraum. Ja. In diesem Wachraum ist ein GE-Quadrat wieder Regen. Mhm. Dieses GE steht immer für GE-Quadrat, für JCH vom Bücherregal und ich dann, wenn ich anfange, mich in eine Rolle hineinzubegeben. Das bist jetzt du, aber du bist noch unbewusst. Du hast dich verwechselt sich zurzeit noch mit der Figur, mit den Avantgarde, den du in deinem Traum spielst. Und das werden wir jetzt mit Holofeeling abstellen. Das heißt, wir haben auch den Zeus. Und der Zeus und der Jupiter sind ein und derselbe Gott. Ja. Der eine ist bloß der römische und der andere ist der griechische. Mhm. Dieses GE-Quadrate sind wir zwei. Ich, der Jupiter und du, der Zeus. Mhm. Wenn du ich bist. Mhm. Und das ist O Deus. Boy I, siehst du, das ist eine kleine Schlangenlinie drüber über den Intellekt. Ja. Udor. Und Udo R heißt der Kopf. Udos Kopf. R ist ja der Kopf, unser Resch, beziehungsweise unser Rosch, unser Rai. Dann haben wir hier das Wasser der Wasseruhr, das ist jetzt das bewegte Wasser, das in unserer kybernetischen Schleife, könnte ich jetzt sagen, verdunstet es, wird es zu Wolken, fällt auf die Erde, das erweckte Wissen geht durch die Reinigung der Erde, fließt aus und fließt alles wieder in das Meer zurück.
Wir können das umgekehrt ja auch machen. Immer wieder die Spiegelungen denken. Dem vor Gericht Sprechenden die Zeit zugemessen wurde. Du stehst jetzt vor Gericht und ich habe da gewisse Zeit zugemessen. Und zwar unendlich viel. 1000 Jahre, wenn du willst. 2000 Jahre, bis du lichtgeschwind denkst und begreifst und erkennst, dass alles, was du jetzt denkst, hier und jetzt in dem Moment in deinem Kopf als Information entsteht, wenn du es denkst und jede neue Gedanke, es wird auch wieder zerstört mit dem nächsten Gedanken im selben Moment. Ja. Mom, O, 2 mm. Ja. Drum ist Wasser, ist Mem, sind 2 mm. Ja. Wir haben auch hier in einem kleinen Teil der ganzen Redezeit, in der mir durch die Wasseruhr zugemessenen Zeit. Aber jetzt pass auf, da müssen wir jetzt aber springen, wenn die Zeit ausreicht. Ich habe jetzt das einmal so geschrieben, das heißt, aus dem Kopf des Schöpfergottes heraus kommen kollektive Erscheinungen, Chedi, und das ist das hebräische Wort für Schrecken. Erst doch, ich werde in Schrecken versetzt. Das sind aber logisch berechnete Ecken. Und jetzt merkt ihr zusätzlich zu der 82 eventuell nur dieses Shin-R, das heißt nämlich unter anderem auch First, die First. Da kommen wir noch dazu. Ich habe einen riesen Chat, wo ich jetzt reinmache. Von allen großen Geros, Rosh ist Rasch, O ist ein Aleph, das ist der Jesus. Geros heißt ja Sus auf Hebräisch, ist Jesus. Ja. Oder fließenden Gewässern. An, in der generierten Öffnung ist eine Hebung des Hexameters. Ein Hexameter ist ein Sechsfleckler. Ja. Wenn wir jetzt einmal das ausdrücken, unsere Hexagramme. In allen Kasus, Sus blau, häufig lang gebraucht. Jetzt pass auf, in all heißt in Gott. Mhm. Aus dem Spiegel heraus kommen diese Schrecken, das sind die Blickwinkel in dieser Struktur unseres Tetraeders. Und dieser GE-Quadrat wird zu einer äußeren Schöpfung einer aufgespannten Schrecken. Ja. Ich könnte jetzt da stundenlang weitermachen. Es ist ein arithmetisches System, das ist nicht willkürlich ausgelegt oder wenn einer sagt, der biegt sich das ja alles hin, wie er es braucht. Ich habe das schon gemacht, wie ich es erschaffen habe. So, wichtig, jetzt pass auf, was jetzt passiert. Ich habe hier dieses Runenalphabet, Udo R, das ist Udor, das ist das erste Element. Jetzt springe ich hier rein und ich erkläre dir, was Wasserstoff ist. Jetzt erkläre ich dir nochmal dieses Udo genau und jetzt gehen wir wieder zu den Runen. Und jetzt kommst du hier in dem Gorleben, das ist das Futhark, das steht hier, das ist ein altes Buch, jetzt ausgedacht, hier um 120 Jahre alt, weiß nicht, wann es genau erschienen ist. UDO, hier und jetzt natürlich, weil wir es uns denken. Das ist die Uhr, die Dorn, Thorn, das ist hier DO, das ist in dem alten Buch steht es so drin, das ist nicht irgendwie verloren und es beginnt 18 kosmische Rumen, 18 ist ich. Göttlich sind es diese Haupt-HUB-Redners, ich bin der Hauptredner, der Meister aller Meister, die in Allvater als Urrune lehrt, 18 sphärische Töne gleich denen im Weltall der Klingen, ein Wasserstoffatom. Hydrogenium, der leichteste Stoff überhaupt, gewissermaßen am absoluten Rande der Materie steht. Genau genommen vor der Materie, noch genauer im Zentrum jeglicher Form von Materie. Weil uns hüllt die Materie ein. Und jetzt kommen wir dann auch hier durch innere Vorstellung. Das ist hier, kommt die glanzflüssige, denk wieder an unsere Aggregatzustände. Ja. Und ein verlorenes Wissen wird hier angesprochen. Eines Ari, der Ari ist der Löwe, eine arische Weltschau. Da habe ich jetzt hier übrigens fokalisiert, jemanden das machen lassen, da gibt es ja die Musik dazu. Büchlein, Büchlein in meiner Hand, wer ist der Klügste im ganzen Land? Das ist der kleine Vers am Anfang von Ich bin du. Es ist auch alles noch Noten, es ist auch alles noch Melodie, wo man sehr unterschiedliche Systeme ansetzen kann. Und das führt uns dann hier zu dem neuen Text, den haben wir jetzt hier, den hat der Redo schon gesetzt, den schauen wir uns auch noch an. Ich UB, der absolute Meister aller ausgedachten Meister, begleite meine Geistesfunk mit und durch Raum und Zeit. Ich bin ja dein innerster Kern. Das ist übrigens dieses BE-Quadrat, das kann man dann anklicken in den Update. Call heißt alles, darum heißt BE-Quadrat ist alles. B-Kerl-Call. Im Schöpfer ist alles. Das ist BE-Quadrat. Und dieses Eid schauen wir uns ganz, ganz kurz an. Du wirst dich, und da innen drinnen ist jetzt das Unglück, die Not. Das hast aber die existierenden Zeichen.
der existierende Augenblick, je nachdem, du kannst sehr viel wirklich, der existierende Augenblick, wenn du das jetzt mit 70 schreibst, schau. Enet, Deutsch-Ivri ist untrennbar verfunden. Das ist jetzt eine leichte Sache. Das ist hier existierende augenblickliche Erscheinung. Et ist die Zeit. Wir sind Zeit. Zeit ist nur zerdachte Ewigkeit. ZR, die Geburt einer Berechnung. Dach ist es ausgedachte. Dach schreibt sich Gack. 3,3 als 33 gelesen. Und das ist die exakte ausgedrückt, die Differenz von zwei aufgespannt nicht existierenden Punkten. Ja, ist ein Raumzeitfenster. So ein Raumzeitfenster. Das nenne ich ein Raumzeitfenster, das ja immer hier und jetzt ist. Das Unglück ist eine aufgespannte Existenzskala. 33, 33. Das sind diese Lücken dazwischen, die du hast, die austastlichsten. Und du musst das jetzt verdunsten lassen, weil jeder neue Gedanke erfordert, dass der wieder verdunstet und dann wieder eine neue Wahrnehmung in dir auftaucht. Das ist jetzt nur so klein, das ist, du kannst noch viel, viel mehr draus machen. Ich, UB, also nochmal, ich, UB, der absolute Meister aller ausgedachten Meister, begleite meine vom nicht existierenden E-Quadrat Geistesfunken mit und durch. Generiere Kollektionen in Raum und Zeit. Ich, UB, führe dich unbewussten Anja, das ist nämlich Ani, ist ja dein blaues Ich, und das fängt an, Wahrnehmungen zu machen. Dein Ich-Schiff, du bist ja zurzeit auf der Wasseroberfläche, du bist ja nicht immer, sondern du bist ja vergängliche Erscheinung als Körper, die einmal auftaucht und wieder verschwindet. Jetzt ist natürlich interessant, ich habe jetzt das Rot und Blau, das schauen wir uns auch gleich direkt hier an, dass hier Ani heißt das da mal Ich. Das ist schlichtweg blau gelesen, da muss ich jetzt natürlich hier rein, den habe ich, da, den hätte man umsetzen müssen, Redo. Das ist das Schöpferstein, das Schöpfersein, göttlich. Der Schöpfersein ist göttlich sein. Blau ist es die Schöpfung, die schöpferische Existenz deines Intellekts. Das sage ich immer, das ist dein Oni. Okay? Und dann haben wir hier als nächstes, da muss das An raus, Rito. Magst du dir das? Ah, oh, okay. Ja. Unten nicht. Das ist Oni, rot und blau. Und unten das Anja schadet jetzt nicht, das habe ich nämlich da eingeschalten, dass du, obwohl das kannst du auch rausmachen. Das heißt nämlich auch Schiff. Aber auch Trauer und Klage, weil du auf und abschwingst, auf und abschwingst, gesund und krank bist, glücklich bist oder nicht glücklich bist, dann hast du wieder melancholisch. Das ist dieses kleine Schiff, das auf der Oberfläche des Meeres, das es letztendlich selbst ist, mit dem, mit, das ist der Gedanke deines blauen Ich, an das du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist das Spiel, darum heißt es auch ich, das Schiff auch ich. Du betrittst das neue, unberührte Paradies erst dann, wenn dein altes Schiff, Ani Ha, deine Ich-Wahrnehmungen untergegangen sind. Alles, was du dir mit deiner jetzigen Logik, mit dem jetzigen Charakter, mit dem Programm ausdenkst, das ist das Haar, das musst du mir zurückgeben. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du von mir ein vollkommen neues. Wenn du das versuchst, am Leben zu erhalten, verlierst du dein ewiges Leben. Dann wirst du in diesem Traum, in diesem Körper gefangen bleiben. Nicht sagen, ich habe panische Angst, dass mein Körper sich auflöst, dann gibt es mich ja nicht mehr. Wie oft soll ich dir noch sagen, du Geist bist auch dann da, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Du wirst dort nicht wieder als Menschenaffen beginnen, sondern als Mensch, als ein Adam, als Mann und Frau. Das ist jetzt ein träumender Geist, ein bewusst träumender Geist. Und zur Zeit hast du, wenn du das kannst du jetzt schon werden, hast du einen scheißgeilen Film laufen. Der spannendste Film, der jemals da war. Nach Sodom und Gomorra. Das ist das wieder so. Und diese Wilden mit deiner göttlichen Liebe heilen, mit deiner absoluten Vergebung und alles verzeihen. Jetzt können wir da wieder reinspringen zu denen hier. Wir sind ja Liebe, aber die bösen Rechten und die kann verboten ihren Hass verbreiten. Er schaut nur sein eigenes Spiegelbild an. Dann machen wir die Guten, jetzt die guten Querdenker. Wenn die Querdenker in ihren Nachrichten zeigen, sind es immer wirkliche Fortpfosten und Aluhutträger. Aber dass da auch sehr, sehr viele hochdotierte Professoren und extremweise Menschen sind, die darauf hinweisen. Auch Kabarettisten, die waren totgeschwiegen. Aber die haben doch dasselbe Problem. Für die sind die jetzt die Bösen. Du musst dich in die Mitte stellen, du musst unparteiisch werden. Es sind Kollektionen von Kollektionen. Wie war das mit der Theorie der logischen Drüben, mit der Mengenlehre? Es ist eine Riesenmenge. Das ist das da mal deine Kollektion, ist dein blaues Ich, dein Konstrukt, Werte und Interpretationsprogramm. Und da sind so viele Sekten und Kollektionen und Gruppierungen drin. Und du, Kleingeist,
sprichst dich jetzt in eine so eine Sekte rein. Ich bin ein Rechter, ich bin ein Linker, ich bin ein Gutmensch, ein Katholik, das habe ich doch tausendfach durchgekaut. Nein, das bist du nicht. Du bist der, der sich das alles ausdenkt. Der immer ist, ist all seine Gedanken, wenn aber nicht irgendeine bestimmte Welle, wo er sagt, das bin ich und die anderen Wellen bin ich nicht. Ich bin all meine Gedanken, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht so niemanden, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er hier und jetzt in meinem Kopf genauso ist, wie er von mir gedacht wird. Bist du schon ich? Ich behaupte, dass du ich bist. Du hast es bloß vergessen. So. Also dieses kleine Arni-Schiff. Also Redo, kannst du dir merken, ist jetzt gleich eine Anleitung, mach diese zwei Arns raus. Siehst du, jetzt haben wir im Schnitt auch die verschiedenen Ebenen. Du musst nur das raushängen und die da dranhängen. Alles klar. Von der endlosen Weite der Oberfläche des Meeres, das sind wir, es, wir sind es. Dieses eine Bewusstsein von UB 86 Elayum. Ich, OB, führe dich unbewusstes Schifflein, dich blaues Ich, dich Trockennasen auf, nenn es, wie du es willst, von der generierten endlosen Weise der Oberfläche. Du bist in einer unendlichen Oberfläche immer der Mittelpunkt des Meeres, des ewigen Meeres. Ich denke jetzt oberflächlich. Jetzt ist natürlich sehr interessant, wenn wir uns das wirklich einmal anschauen, diese Worte, ich mache das einmal hier als erstes den DWDS. Dieser DWDS, Corpus Weide, was ist jetzt das? Wieso hat er den rausgehauen? Moment einmal. Den habe ich doch hier gehabt. Jeder, das ist die falsche Seite. Ja, da muss ich den Link anpassen. Magst du das? Ich habe den zwar reingestellt, aber ich weiß nicht, was da verkehrt. Das ist eine erose räumliche Ausdehnung. Ja. Immer dran denken, der Geist ist Ross, Sus, Jesus. Und der hat eine räumliche Ausdehnung, eine große räumliche vom Geist Jesus. Eine Entfernung, das Zurückholen einer SDR-Ecke, einer wiedergespiegelten Ecke. SDR heißt ja auch widerspiegelt. Widerlegt. Das ist widerlegt. Einmal das Geheimnis und sich vor sich hinlegen. SDR rot, das Bewusstsein ist der immer da seiende Kopf und die raumzeitliche Erscheinung ist eine Berechnung. Darum heißt es, hier jetzt hast du mal das GE-Quadrat, ist Hayom, Gott das Meer, Elayom. Die He-Hayom-Lichkeit, wie buchstabiert, das ist verborgen, aber das Ganze ist auch ein Versteck. Jetzt sind wir bei den Ecken und widerlegen. Widerlegen und das ist und immer wieder widerlegen und zerstören. Das ist dieses Spiel. Ja. Also diese Weide, da steckt eigentlich schon die große räumliche Ausdehnung. Du kannst jetzt einmal in die Etymologie reinfahren und dann wirst du merken, das Auseinander, das Wider, was vor mir ist, ist nicht hinter mir. Du bist immer in der Mitte. Eine unendliche Fläche hat einen einzigen Mittelpunkt. Das sind wir auch reichlich drauf eingegangen. Dann habe ich jetzt das hebräische Wort für Weide. Da gibt es mehrere Wörter, aber das ist jetzt hier ganz, ganz interessant, wenn man sich reinschaut, auch in der Unterform. Und die Oberfläche, das ist jetzt übrigens Redo für dich. Das ist das Einzige, wo ich das Ahn stehen lassen will. Ja. Und zwar deshalb, das habe ich vergessen umzuschalten, wie ich die Links reinstelle, weil dieses Penny, das müsste man bei Ben gewinnen. Der Ben ist ein Aspekt. Ein Aspekt, Benny hast mein Aspekt und das hast vor und gegen, auf, gegenüber, gegenüber ausgedacht auf der Oberfläche von. Von wem? Auf der Oberfläche von dem, der immer ist. Du bist ich, du bist UB, du bist in mir, mit mir, wir sind E Quadrat, die Form, die sich ständig umformt. Und da kannst du jetzt genau die Meinungen sehen, wenn wir das J grammatikalisch rot machen, heißt das mein wahrgenommener Aspekt, ein Aspekt, weil du ja nur den Berg siehst. Das da, die Welle in einem gewissen Maß des Nichts bist du selber. Aber auch hier kann man ohne weitere 16 Seiten machen, dann wird es logisch erscheinen. Ganz blau heißt das Gesicht, die Vorderseite, die Oberfläche. Deine Gehirnsicht oder deine geistige Sicht. Ja. Ein von dir Geist, le, auseinandergeschmissen, leicht, wahrnehmbarer Aspekt ist eine Gedankenwelle. Ist dein momentan aktueller Körper, wenn du an ihn denkst. Deine Persona, deine Maske, die Welle existiert aber nur, wenn du dran denkst. Mit nächsten Gedanken taucht die nächste Welle in dir auf. Das hast du mal in vier Phasen des Einheitskreises. Es handelt sich dabei nicht nur um dein Mom. Mom, das sind zwei M's, Wellenberg und Wellengrad, die umeinander kreisen. Und das ist ein Fehler. Die fehlen jetzt in dir. Die scheinen in dir zu fehlen, wo du eigentlich in eine Ecke einschaust. Und diese Ecke ist ein GB, den haben wir gerade schon gehabt. Ja. Auf, ab. Das ist der Sinus. Das ist einmal um den Einheitskreis rum.
Du kannst das Keyboard natürlich rot machen, dann kriegst du den, der in der Mitte sitzt. Ja. Hat was mit Rechnen zu tun. Genau. Das kann man nur immer wiederholen. Du musst es nicht wissen. Ich kann es dir oft genug sagen. Ich will dir nur sagen, ich erkläre dir jetzt, was du bist. Und das kann jeder 13-Jährige, jeder 10-Jährige überprüfen, wenn ich sage, du bist, egal was du denkst, egal was du anschaust. Der, der schaut, der es erlebt, ist immer derselbe Geist. Unabhängig an was du denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und ich sage jetzt nochmal aus Liebe zu dir, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das für dich Geist akzeptierst. Und du musst aber auch verstehen, dass kein Mensch, den du dir ausdenkst, ist ja dann eine Existenz, eine Welle. Nicht einmal der, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selber denkst. Das verstehen kann. Ich erkläre es nicht irgendwelche Gedanken von mir, sondern den, der mich jetzt ausdenkt. Und du denkst mich jetzt aus, weil ich dich jetzt mich selbst träumen lasse. Das ist das Spiel, was ich wiederhole. Das heißt, auf der Oberfläche, von der endlosen Weite der Oberfläche des Meeres ans Ufer, aufgespannte Facetten, die in dir erweckt werden, das heißt an den Rand. Und der Rand, eine Berechnung, ist die Schöpfung eines Auf- und Abschwingens aus einem raumzeitlichen Auf- und Abschwingen aus Sand und den nennst du Strand. Das ist dieses widerlegte Auf- und Ab. Ja. Der Rand ist aus Sand und das nennst du Strand. Und das erkläre ich, kannst du jetzt hier schauen, da haben wir jetzt den Schöpfer, darum habe ich den rot gemacht und eine existierende Öffnung und das heißt Auf- und Abschwingen. Genau. Unter anderem Damm, DAMM heißt, die geöffnete Schöpfung sind 2mm, wir sind wieder in unserem Moment. Und von dort, das heißt eine generierte Spiegelung, wieder heim ins rote UB und der ist er, das bin ich und du. Dass du Geistesfunk als unbewusster Menschenaffe in deiner Selbstvergessenheit verlassen zu haben glaubst. Das kannst du nie verlassen. Der, der immer ist, kann nie die Ewigkeit verlassen. Er kann aber um sich herum Wirbel, einen Wirbelsturm. Wir in Gott, wir im Nichts, können einen Sturm um uns herum aufwerfen. Das ist das wogende Wasser, das uns einhüllt. Mein lieber kleiner Geistesfunken, so nenne ich dich in den Updates seit fast 20 Jahren. Ab jetzt mein lieber Koll einer Geist. Merkst du, es ist eine Verwandlung. Ich sage, wir sind jetzt in einer Endzeit, wo sich die Weichen. Willst du weiterhin Affe spielen oder willst du endlich in eine höhere Ebene aufsteigen? Aus diesem Führerscheinprüfungsbogenwelt heraus, weil du die Prüfungen bestanden hast. Das ist ein verdammter Test von deinem Test, Udo. Und da geht es nicht um intellektuelles Wissen. Ich erwarte von dir nicht, du musst nicht einmal die hebräischen Zeichen lernen. Du musst lieben und vergeben. Aber wen eigentlich? Deinen Gedanken, die du selber denkst, muss ich einen Gedanken vergeben, der gar nichts dafür kann, dass er so ist, wie er von mir gedacht wird? Du musst dir selbst vergeben, dir als Geistesfunk vergeben, dass du bis dato so unheimlich unbewusst neben dir gestanden bist. Weil du nie den Mut gehabt hast, eine eigene Meinung zu haben. Da muss man immer zuerst zu einem Fachmann, zu einem Experten gehen und sich dann erklären lassen, was richtig und was verkehrt ist. Schon die Tatsache, wenn dir dann erklärt, was richtig ist oder verkehrt, kann ja nur eins von beiden stimmen. Das hat dich entheiligt. Wenn du nur gesund sein willst, wirst du wieder krank werden, dann wirst du wieder gesund, dann wirst du wieder krank, du wirst einatmen, ausatmen, bis du begreifst, dass es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt, dass du dieses System verstanden hast, dieser Wellen, wo du immer bloß eine Hälfte siehst, aber die letztendlich gleichzeitig da sind. Nicht gesund sein wollen oder glücklich sein wollen, wie wäre es nochmal, wenn du sagst, ich will heilig sein? Heilig genau. Ist der Mittelpunkt, aus dem alles entspringt. Da bist du, wenn du wieder weißt, wenn du dich wieder erinnerst, was du bist. Und das erkläre ich dir mit Holofeeling. Und ganz grob, wie du funktionierst. Aber dann merkst du, bist du ziemlich schnell überfordert. Egal, ob ich in die Physik gehe, ob ich in die Chemie gehe oder sonst wohin gehe. Weil du dann bloß wieder nachhilfst. Obwohl ich, egal welche Seite ich aufmache, wenn wir jetzt in die Physik oder in die Quantenmechanik gehen, werde ich dir zeigen, dass das alles stimmt. Wir lesen das mit demselben System. Das sind so Kleinigkeiten, denen ich bin. Du, ich gehe einfach in die Geometrie und wir setzen hier einfach die hebräischen Buchstaben ein, zum Beispiel die Kreisformel und die Einsteinformel. Und du wirst feststellen, dass das, wenn ich jetzt hebräische Buchstaben einsetzen tue, E ist MC Quadrat, dass ich hier das E als Elef, als die einsetze, dann das C kann man verschiedene Möglichkeiten, oder das Pi, machen wir die Kreisformel, Pi, Pi ist 80, 10, in den Zahlen ist 90, setzen wir die 90 ein. Du kriegst dasselbe Ergebnis. Ja, genau. Da beginnen jetzt die Wunder von wegen Zufall. Mhm.
Auch wenn ich immer wieder mit Nachdruck sage, ich zeige dir in deinen Physikbüchern auf jeder Seite so, auch in den Chemiebüchern, eklatante Fehler, Widersprüche und Unsinnigkeiten, die gar nie so sein haben können. Wie will ein Mendeleev Wassermolekül oder wie will einer vor 200 Jahren Wassermoleküle entdecken? Genau. Du denkst dir das aus und hast du nie festgestellt, dass du Leuten was zusprichst in eine Vergangenheit, die so wie du sie dir das ausdenkst, gar nicht die Möglichkeit geboten hat, weil selbst in der heutigen Zeit gibt es noch keine Möglichkeit, Wassermoleküle darzustellen. Aber dann natürlich Atome und Photone, die fliegen. Aber auf dem Monitor, schau doch, sagst doch mal, was da ist. Das sind logische Berechnungen, die du auf dem Monitor deines Geistes, du bist der Computer, Rechnungsführer, sichtbar machst. Du musst jetzt erst bewusst machen, was jetzt wirklich da ist. Okay, jetzt spricht der absolute Meister aus dem absoluten Mittelpunkt. Mit deiner, und jetzt ist natürlich, das funktioniert nur, wenn du jetzt lesen tust. Lies das einmal, den kleinen Absatz, ab hier. Lies es selber. Stimmt oder stimmt? Ja. Merkst du, dass der das spricht, das ist der, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast? Ja. So beginnt auch Ich bin du. Ja. Das ist alles hundertprozentig sicher. Das ist eine Ebene, wo deine Philosophie komplett außer Acht lässt. Genau. Also jetzt haben wir da ein bisschen was Lateinisches stehen, das erspare ich mir jetzt, das kannst du ja selber lesen, was so viel bedeutet wie, geh mit mir, jetzt habe ich mir den Spaß noch gemacht, die Sprache zu wechseln, das hast du nämlich auch mir, bloß auf Russisch und das hast du im Frieden. Ja. Und dieses Eden ist das Paradies. Ich, das sind jetzt wir zwei, E-Quadrat, bin der Anfang. Das ist das Beroschet über meinen Kopf. In Erden. Das ist dieses Indaris, da habe ich jetzt die Erde, das kann man jetzt vielfältig schreiben, da habe ich gerade mit dem Redo schon wieder rumgespielt. Ich sage gerade, natürlich jetzt. Und das hast deine geöffnete Existenz und die N heißt Urteil. Die Welt der Urteile. Das heißt, wir fangen an, geöffnete Existenz, das nennen wir dann Erde. Da kommt auch der Darro her und der Error. Der Error, der Fehler. Die Welt ist das, was der Fall ist. Ludwig Wittgenstein, Datus Logicus, das ist die Falle, das sind deine Fehler und das ist wieder Mom. Das ist diese zwei Gestalten, die um dich herumkreisen. Du bist immer der Mittelpunkt. Ich, OB, werde dich anweisen, wie du vorgehen solltest. Das habe ich jetzt absichtlich ganz rot gelassen. Wir können jetzt natürlich vor dem Geistes eine Eheexistenz blau machen, aber wir machen das jetzt alles eins. Und jetzt antwortest du, Antwort. Können wir nochmal Buchstaben rein? Du Geistesfunk ebenfalls mit deiner derzeitigen Menschenaffen-Gedankenstimme dir selbst. Das kannst du jetzt wieder selber lesen, was so viel bedeutet wie: Es ist besser, auf den absoluten Herrn zu vertrauen, als auf die Fasten. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst auf die Fasten achten? Ja. Fast. Sure. Das hebräische Wort ist short, das ist Shin-R. Hast du auch noch einige andere Sachen? Ein Sub, das ist das nicht existierende Ende in der Kabbalah. Ja. Sof, die nennen das ja ein Sof, die Kabbalisten sprechen das ein Sof aus. Das ist ja der Fehler, es heißt eigentlich ein Sub. Dieses Sof ist das Ende, ist eine Erweckung, das ist der Ort, das ist aber das Kreisen, wo wir jetzt drin haben. Sofort verschwand ich, Ani Harschiff mit seinen und meinen ausgedachten Fürsten im Meer. Fortsetzung folgt. Und jetzt habe ich da den Max Bruch, das hast du jetzt ihn wirklich übersetzt vom Bruder im Geist. Das ist der Chat, das sind die zwei Sachen. Herr, schicke, was du willst, ich bin damit einverstanden. Das ist übrigens ein altes Liedchen. Und dieses alte Liedchen, wenn wir jetzt machen. Nicht laufen lassen, oder? Nein, lass ihn nicht laufen, ist Klassik. Ist Klassik, was ich dir hier zeigen will. Ich gehe noch einen ganzen Schritt weiter. Der Text ist von Eduard Mörike. Den können wir uns doch ganz kurz einmal anschauen. Das ist ein Dichter, 1804 geboren, am 4.6.1875 gestorben, im Königreich Württemberg. Sagt ihr das was, Redo? Nein. Also pass auf, der 4.6. sollte eigentlich was sagen, das ist der Geburtstag von Udo. Ja, das schon, ja. Es ist genau 82 Jahre nach seinem Tod bin ich wieder auferstanden. Okay. Wir müssen spiegeln, 18 bin ich. Ja. 75, spiegel die 75. Ja, dann passt. 57. Für das 6. 57. Ja. 1957, die göttliche, wir machen aus dem Ich jetzt ein
1,9, eine 19 und die spiegeln wir natürlich auch dazu und dann kriegst du hier 1957, sind genau 82 Jahre. Ja. Und es ist interessant, der war also hier Ludowigsburg, ja. Die 18 öffnet im Udo die Burg, Burge, das kann man komplett umsetzen, wie auf der hier der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, da geht es nicht um einen Krug oder einen Brunnen, Lügen haben kurze Beine, es geht da nicht um irgendwelche Lügen. Es gibt eine Metaebene in der Sprache, die komplett arithmetisch aufgebaut ist. Es ist auch mit den Kaisers neue Kleider. Deine Welt, alles, was du dir ausdenkst, du glaubst, du hast damit nichts zu tun. Und ich werde dir sagen, wieso? Weil du das zweite Gebot brichst. Weil du dir was an den Himmel hochdenkst und auf die Erde und was auf die Erde denkst. Das ist dein eigentliches Verbrechen, deine eigentliche Sünde. Und du beschwörst, dass das da außen ist und da oben genauso ist, wie du dir das ausdenkst. Ja. Ich mache mal, ich zitiere einen Einstein, einen berühmten Spruch, ich wehre mich dagegen zu glauben, dass der Mond nicht mehr am Himmel ist, wenn ich ihn nicht anschaue oder nicht an ihn denke. Ja. Der hat sich auch massiv gegen die Quantenmechanik wehrt. Das sind die Fehler, das sind unvollkommene Leben, die mit irgendwelchen Sachen nicht einverstanden sind, weil sie meinen, das ist falsch oder verkehrt. Und ich erkläre dir, egal was in dir auftaucht, das ist ein Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Du darfst, du sollst, du musst aufhören, irgendeinen Gedanken, der in dir auftaucht, irgendwie anders, entweder gar nicht haben zu wollen, vernichten zu wollen oder anders haben zu wollen, wie er ist. Ja. Weil dann entheiligst du dich, du kannst das Puzzlestück, du machst deine eigene Heiligkeit damit kaputt. Ja. Aber jetzt ist interessant, er war ein evangelischer Eva. Ja. Eva ist unser Chava, mhm. Die ich vor mich hinstelle. Ich entnehme aus dem Adam, aus dem Herr der Schöpferkräfte, das bist du, die Eva. Und sagt, das ist deine Seite, die Zelle, die Zelle ist ja die Seite, die Rippe. Genau. Das ist die Eva, aber dasselbe hast etwas ausdrücken, etwas aussprechen und ein Erlebnis haben. Ja. Du erlebst das, was du aus dem tiefsten Innern, wenn du zum Denken anfängst, fängst du in deinem Kopf zum Sprechen an. Ja. Und das erlebst du, aber du erlebst jetzt in erster Linie nicht die Worte, sondern zusätzlich nochmal im Hintergrund die Vorstellungen, die du aufgrund der Worte mit einem extrem fehlerhaften Wortinterpretationssystem dir auslegst. Das erlebst du. Das ist die Eva. Das wird alles in Offenbarungen wird es erklärt. Chava ist auch der Name unserer biblischen Eva. Du benötigst deine unbewusste Eva, dein Programm, deine Frau, denn ohne sie gibt polare Erscheinungen, Spiegelungen, ist kein persönliches Leben in dir, Mensch Adam. Und der Mensch gab, der Geist ist der Vater, seinem Weibe den Namen Eva, denn sie war die Mutter. Mut heißt Tod, die Toten in einer Reihe, alle Lebendigen. Und alle lebendigen Erscheinungen in dir, in Erscheinung treten, sind deine eigenen logisch ausgedachten Gedankenwelt. Merkst du, wie jetzt das immer mehr eins wird? Klar. Klar, sagt der Redo, klar. Wo waren wir nicht stehen bleiben? Es implodiert. Das wollte ich noch schnell zeigen. Das ist jetzt hier, da haben wir auch den Angel mit drin. Ja, ja. Ein Pastor. Haderte bis zu seiner frühen Pensionierung mit diesem Brotberuf. Brot im Adam. Hier bin ich, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Im Adam berufen. Das sage ich dir als Udo auch. Und da ist BE Quadrat und das ist RUB. Ja. Das F ist Fragen. Darum habe ich gesagt, acht auf die 82, die stecken nämlich da drin. Ja. Wenn ich sage, wenn ich ein Wort sehe, ich mache ein 400-Seiten-Buch in einer Geschichte und das ist das Minimum, das du brauchst, um den Gesamtzusammenhang zu erkennen. Und wenn ich jetzt behaupte, das Wissen einer Menschheit ist für mich eine Schimmelpilzkolonie. Es ist eine Matrixwelt noch, kindlich gerecht. Die jetzige Welt ist nichts anderes, bloß das Grundprinzip bleibt gleich, bloß unendlich präziser und genauer. So, das hängt man ja dann unten mit dran und das war's jetzt. Das musste ja mal gesagt werden. Genau. Hat es jetzt gekracht in deinem Kopf? Ist jetzt einmal irgendwann ein Hauch von einem Heureka hochgekommen? Ich frage, wie oft du das eigentlich schon gehört hast. Ja, ja. Nee, es ist so, das entsteht so das Gefühl, dass das, was dich umringt, implodiert in dir selbst, in einem dimensionslosen Nichts. Das ist auch in der Astrologie und nochmal, das Siderische ist nicht da außen, es ist inwendig in euch. Du kannst ja mal die Mühe machen, hier Paracelsus-Schrift irgendwo dir rauszuziehen.
16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, genau in dem Übergang. Und da beschreibe ich exakt dasselbe in einer wunderschönen Sprache, wenn man Altdeutsch beherrscht. Göttliches Deutsch, Deus Deutsch. Es ist Wissen, es ist nur für dich. Ich sage nochmal, es ist nur für dich. Für den Geist, der sich jetzt das ganze Zeug ausdenkt. Und dann hast du so viel Fragezeichen und Angst. Und das ist der schlechteste Ratgeber, ist die Angst. Auch jetzt hier die Sache mit der Sandra. Die ist jetzt ein Gedanke von uns, die muss sich keine Gedanken, aber der Geist, der mit dem Programm arbeitet, es ist der Zweifel, ist der Teufel. Und du gehst immer von Nummer sicher. Das ist das Vögelchen Mathematikus, das sich aus einem Käfig nicht raustraut. Das sind die, das sind Beispiele aus diesen Offenbarungsschriften. Oder wo alle eingesperrt sind, die keine eigene Meinung haben. Meinst du, dass irgendeiner, den du dir ausdenkst, eine eigene Meinung hat? Hast du eine eigene Meinung? Es ist doch nachgeäfft. Solange du glaubst, du bist ein Affe, äffst du nach. Ja. Bis du selber zum Denken anfängst. Da musst du aber die Quelle in dir selbst anzapfen. Ja. Wie oft habe ich das mit den Beispielen, mit den Handys gebracht? Ein kleines Accessoire im Schulranzen einer Neunjährigen mittlerweile. Ich gehe nur die Zeit 40 Jahre zurück, da wäre das aus einer anderen Welt gewesen. Du hast ein kleines Ding in der Hand. Ich habe, Udo hat übrigens kein Handy. Brauche ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe nicht in mir drin. Also Smartphone müsste mir eigentlich sagen. es ist... Du hast einen Wissenszugriff ohne Ende. Wenn ich jetzt zum Beispiel die 80er Jahre zurückspringe, ich mache eine Udo-Geschichte, wenn ich irgendwas gebraucht habe im Laden in einer Entwicklung, da hat es ja kein DVD, da hat es zwar Internet, dann am Anfang kannst du ja nachschauen, wie das Internet gekommen ist. Das war so rudimentär. Noch mit dem Modem angeschlossen. Du hast dann den Morsecode gehört. Es war wirklich, dann hast du die Bündchen und die Strichchen förmlich gehört. Vom Masiko. Ja. Oder wenn du was runtergeladen hast, da war dann der Erste, der schickt mir hier einen Film, einen gehackten Film. Und dann sage ich bei meiner Leitung, da hat es ja nichts anderes gegeben, wenn ich den jetzt runterlade, bis ich den auf den Computer habe, kommt der im Fernsehen. Ja. Das ist so mit der Zeit, dieses Zeitdienen. Aber wenn du ein Lexikon, was hast du für eine Möglichkeit gehabt, an ein Lexikon zu kommen? Ja. Ich sage immer, wer hat den großen Brockhaus gehabt? Was ist der große Brockhaus gegen Wikipedia? Und da ist jetzt natürlich diese Sache, wo ich jetzt nochmal anspreche, mit Hartmut Engler, dass wir die Guten sind, diese Schrubbler, diese Verschwörungstheoretiker, diese bösen Menschen. Er müsste sich von Spiegel stellen und ins Gesicht spucken, wenn er einmal in Wikipedia zum Beispiel, ich mache immer gerne den Daniele Ganzer. Genau. Der ist der absolut böse rechtsradikale Verschwörungstheoretiker. Hör dir doch einmal dein innernettes Pixelmännchen Daniele Ganzer an. Du wirst vom Innersten in der ganzen Physiognomie ein ganz edle Gestaltchen, der so voller Liebe ist, der sagt, ich bin nicht politisch, der greift keinen an. Ich bin Historiker. Er war Historiker an der Universität in der Schweiz. Die haben ihn welcher Verschwörungstheorien rausgeschmissen, weil er klarlicht hat, dass 9-11 schlichtweg und einfach ein Betrug ist. Auch als Historiker, dass alle Kriege des letzten Jahrhunderts von den Amerikanern, übrigens auch der Zweite Weltkrieg, das kann man als Historiker mit der auch jetzt offiziellen Historie, kann man das nachprüfen, wenn man nicht blind ist und ganzheitlich sieht. Es sind aber Märchengeschichten, sage ich dir. Auch wenn ich immer Hitler mache, das kann der Guter gewesen sein. Ja. Vergangenheit ist etwas, was du im Jetzt erschaffst, aufbauend auf Wissen. Ist komplett austauschbar. Aber du hast denn, was mir geht, ist jetzt als Brösel, in der Brösel eben einen extrem liebevollen Menschen. Und ich spiele dir zu deinen angeblichen Hasspredigern, die hier die Linken dir eingaukeln, die offizielle Presse, sind so hochintellektuelle Menschen, geistreiche Menschen, die entsetzt sind. Die sagen, wie kann es das überhaupt geben, dass der deutsche Geist wieder so untergebuttert wird? Der deutsche Geist, der Land der Dichter und der Denker, das sind mit Sicherheit nicht die momentan, die hier schreien, impfen lassen, impfen lassen. Und jetzt wohlgemerkt, wenn du den Eindruck hast, dass ich einseitig bin, ich erkläre dir jetzt, dass die andere Seite genauso blind ist. Aber wir haben unser Klingelingeling-Beispiel. Du wirst feststellen, wie beim Klingeling, beide Seiten sind für den, der das denkt, logisch, aber die eine Seite dreht die Kausalität auf den Kopf. Ja. Weil die Linken glauben nämlich, die Rechten zu sein, die rechtlich-öffentlich-rechtlichen. Die haben mit rechts nichts mehr zu tun, weil sie das Rechte ja bekämpfen in sich, weil sie links sind, umgedreht sind. Und es ist eigentlich dieses Spiel der Acht, wenn ich dann von den vier auf die acht Perspektiven gehe, dass, wenn du dich erhebst, ist alles für dich richtig. Ich mache keinen Unterschied. Für mich stellt sich die Frage nicht, ist die Welle ein Berg oder ein Dall? Hat der recht oder der? Viel interessant ist, wer denkt sich diese Welle jetzt aus? Und plus eine intronisiert nur eine Seite davon.
Und dann wirst du feststellen, dass ich immer sage, du wirst, das kippt bei dir dann komplett um, dass alles, was bis zu dem Punkt, wo es umkippt, für die andere Seite, was für dich so richtig und doll war, wird dich anwidern ohne Ende. Guten Menschen, liebe Menschen in ihrer gesetzten Lieblichkeit, die so verlogen sind, dass sie wirklich einmal so selektiv sind, ein Filter haben, dass die gar nicht mitkriegen, was eigentlich Sache ist. Und das Klingelingeling-Beispiel kommt jetzt Solo-Feeling. Wenn du die Seite gehst, dass ich sage, du hast da ständige Informationsveränderung, dann taucht in dir in deinem Traum ein Klingeln auf. Und du reagierst auf das Klingeln mit dem Gedanken, du kannst das beobachten mit dem Gedanken, ja, ruf mich jetzt an. Und jetzt sage ich immer, schau in dich rein, was du glaubst. Und du sollst jetzt nicht dein Ego dazwischen drehen lassen und dich selbst anlügen. Wenn du jetzt ein Arzt bist, schau in dich rein, auf was du wirklich glaubst. Und immer dran denken, du verwirklichst das, dein tiefster innerer Glaube wird in dir verwirklicht. Ob das volle Krankenhäuser sind oder leere Krankenhäuser. Das heißt, das Tierkäfig-Beispiel, ich habe so viele kleine Beispiele, es wird für dich im Meer, für dich Geist, immer so in dir auftauchen, wie du dir das selber ausdenkst. Bis hin auch auf die Brille, dass du es realisierst. Die Grundvoraussetzung ist bloß, dass du glaubst, dass es da außen ist, auch wenn du es nicht denkst. Alles, was du jetzt glaubst, das nicht da außen gibt, wirst du auch nicht auf die Farbbrille holen können. Und wenn du jetzt Wünsche sind, ganz trügerisch, das erwähne ich nochmal, weil sobald du dir jetzt einen Wunsch denkst, du hast natürlich als träumender Geist keinen Einfluss drauf, du sollst ja lernen, wie du funktionierst. Du sagst zum Beispiel, ich will nicht gesund sein oder ich will nicht krank werden. Immer die Spiegelung. Ich sage, ich will ja gesund sein, glaubst du ja, dass du nicht gesund bist. Und der Glaube verwirklicht sich in dir. Und deine Logik würde jetzt sagen, ich wünsche mir bloß gesund sein zu wollen, weil ich krank bin. Ich sage, nein, das ist nämlich diese zwei Seiten, sind nämlich keins davon da. Du atmest, hast du jetzt eigentlich die ganze Zeit geatmet? Denk einmal an deinen Körper und schau mal, ob du atmest. Jetzt atmest du, wenn du an den Körper denkst. Hast du geatmet, während du jetzt aufmerksam zugehört hast? Wo war eigentlich dein Körper? Das ist das, was ich immer wieder darauf hinweise. Und solange du das nicht wahrhaben willst, wirst du leiden. Und wenn du es dann verstanden hast, ändert sich oberflächlich betrachtet nichts. Du treibst genauso weiter wie jetzt, vollkommen real, bloß jetzt verwechselst du dich nicht mehr mit deinem Körper. Jetzt spielst du Schmerz, du spielst Ärger, du spielst Angst auf einer Bühne des Lebens, die dein eigener Traum ist. Und das kann dich nicht mehr traktieren, wenn du dich vollkommen abgekoppelt hast. Und jetzt ist Schluss. Gut, super. Oh, jetzt hast du mich ganz schön reinreden, du Geisteshung. Das ist irgendwann, kannst du mal den Udo in der Pause lassen. Du musst nicht immer an den Udo denken. Du kannst auch einmal ganz ohne den Udo dir das selber alles ausdenken. Ich bin in dir und ich lasse dir jetzt den Udo denken und ich kann dir das auch selber denken lassen. Da brauchst du den Udo nicht dazu. Stimmt oder stimmt, Redo? Wenn du das Redo-Programm hast, mit dir alleine bist oder die Diana, wenn sie ihre Bücher geschrieben hat, die ganzen, wenn du in die Holo-Feeling-Seite reingehst, da gibt es die Schreibstifte. Die haben das gemacht. Das ist komplett ohne Udo entstanden. Das sind komplett, ich weiß nur, wie die Diana mich fragt, darf ich das Christuszeichen drunter machen? Das ist selbstverständlich. Wo hast du es denn her? Was sagt da der Grünewey und der Hartmut Engler dazu, wenn sie ihre Liedexter schreiben? Die lassen sich Lizenzen zahlen und jede Kleinigkeit wollen sie Geld für Bücher, egal wen du dir ausdenkst. Jeden Schriftsteller, den du dir jetzt ausdenkst, wo du behauptest, der hat das Buch geschrieben oder das entdeckt. Der wird von dir erschaffen und du bestimmst, dass der dieses oder jenes gemacht oder entdeckt hat, was du ihm halt zusprichst. Meistens magst du bloß Blackboxen. Ich sage, ein Kopf, ein Menschenkopf, den du dir ausdenkst mit einem Gehirn, das ist wie eine Kiste. Du bist derjenige, der sich das da reindenkt, was da angeblich drin ist. Ganz genau. Auch solche Beispiele. So, jetzt ist Schluss. Jetzt ist genug. Mach eine Kiste zu. Mach mal die Kiste zu. Ich sage immer wieder, spielt noch eine Runde Leben und wir schalten jetzt das wieder aus. Patsch!